So, jetzt bin ich wirklich online. Kannst du auch selber anmelden. Weißt du? Ja. Nicht am Laptop, ja. Hallihallo, hallöle. Ich sehe immer noch keinen Chat in dem Sinne. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand da ist. Zwei Leute, Heinrich, ich grüße dich. Warte. Ja. Da war die Seite, genau. Zwei Leute sind immer da. Also wie gesagt, ich sehe es nicht. Ich muss ja über Fremdhilfe chatten. Warum auch immer das nicht funktioniert. Sorry. Ja. Ton erstmal aus. Gerrit ist wieder. Der stört mir jetzt seinen Laptop aus. Siehst du? Olli, Glück auf. Und Tag gut verbracht alle zusammen. Da kommt die Svenja. Bin ich jetzt eigentlich wieder spiegelverkehrt? Ja, bist du. Hallo. Svenja. Aber brauchen wir nicht das Ding? So reicht dir das? Nö, ich bin richtig. Oh, hier ist auch schon da. Oh, Rita! Ja, hier kann man sogar. Svenja ist da. Hallo, Rita! Ah, wie schön. Wir wollen nur den Chat. Chat im neuen Fenster öffnen. Genau. Ja. Dann gebe ich Gerrit sein Handy wieder. Professor Hase, Markus Busch, Glück auf! Boah, ich kriege hier außerirdisches Material. Hier sind überall Alien-Köpfe drauf. Ja, wir haben ja heute mal so richtig Männerspaß gehabt. Also, Männerspaß mit Dame? Mit Dame? Wenn ich das jetzt sage, ja, dann. Ja, stimmt, wenn das aus deinem Männerspaß kommt, mit Dame ja, kommt nicht nein, so gut. Okay, das ist wieder sorry. Nur. Mein Fehler. Denk dran, das ist dann ab 18. Ja, für jeden im Kopf. Ne? Der Thomas ist auch da. Sehr kurios. Ich sehe nicht, wie viele Leute da sind. Aber egal. Gregor ist auch da, der Martino. Ja, Martino ist auch. Genau, ich sehe das hier. Wenn die Leute schreiben, sehe ich das ja. Ja. Nee, wir haben heute so ein bisschen... Ja, mit Gerrit und mit Jakob war es ja Männertag. Ich hatte Vatertag heute. Was? Geritten, mach mal Froschschenkel, damit mal Ruhe ist im Hintergrund. Olli, guck mal über den Status. Schon erledigt. Das Double Tomahawk war genial, aber guckt es euch beim Gerrit an, auf dem Kanal die Tage. Das war echt. Björn, du hast aber schon, Svenja, gesagt, dass sie das Thermometer von mir ist. Martino, dieses habe ich zigmal während der Verlosung auch erwähnt. Ja, hat er. Also wenn das, wenn er da nicht mitgekriegt hat, dann weiß ich es auch nicht. Arena, für eine abgebrannte Terrasse sieht das aber nicht gut aus bei euch. Ja, Björn, wolltest du noch einen Kaffee? Finger weg. Hey! Ich wollte da mal Crossover-Promotion. Das kannst du auch anders einfacher haben, warte. Ja. Ja, bitte Gerrit. Ja, hallo erstmal an die Gemeinde. Ich freue mich, dass Björn heute zu Besuch war und wir haben eine geile Sache gegrillt. Ja, ne, und jetzt gucken wir uns ein bisschen den Chat an. Und eine Sache grillen wir noch, aber da machen wir kein Video, also zu spät. Aber jetzt erstmal Björn sein Live-Chat. Wir sind jetzt erstmal hier nur. Darf ich das sagen, was wir gleich machen? Ja, ne? Was kannst du sagen? Also wir hatten nach dem Double Tomahawk haben wir immer noch Hunger und haben uns ja geradezu entschlossen, wir machen noch ein Kikok-Hähnchen. Aber das machen wir so ohne Kamera, das machen wir für uns jetzt.
Der Gerrit hat heute 2 Videos gedreht. Ich habe gestern 1 gemacht und lasst euch überraschen. Ich habe das dem. Okay. Ah. Das ist mit Bluetooth. Ja, aber das. Ich bin jetzt immer noch nicht sicher, ob meins Bluetooth oder WLAN hat. WLAN? Das ist WLAN, ne? Ja, das Handy, das Handy, das. Thermometer hat WLAN. Mein Handy hat auch WLAN. Dein Handy hat auch WLAN? Mein Handy hat auch WLAN. Ist ja hervorragend. Voll gut. Ich bin stolz auf dich, dass du so ein tolles, modernes Handy hast mit WLAN. Ist das denn noch mit Kabel oder ohne? Nee, ist schon ohne. Der erste Handy. Handy kein Schnur. Handy kein Schnur mehr? Handy kein Schnur mehr. Ja, genau. Ja. Und das bimmelt andauernd. Hier bimmelt gar nichts. Meins ist still. Hier bimmelt gar nichts. Das Einzige, was du hörst, sind die Vögel im Hintergrund. Das ist das. Und das. Und das Quack-Quack von Ernie. Ne, Kermit heißt der. Kermit, der Frosch, sieht auch aus. Ja. Also nicht wundern, wenn ich hier zwischendurch mal nach rechts gucke. Von mir aus rechts. Bisschen umgedreht. Ja? Nee, das ist richtig. Ja. Mein Thermometer. Ja, dann geh doch mal gucken, was da los ist. Olli. Ach, warte, dann hatte der Dings hatte doch auch noch was geschrieben. Für eine abgebrannte Terrasse sieht es aber noch gut aus bei euch. Ja, wir haben ganz schnell wieder aufgebaut, Thomas, deswegen. Hier ist der Einzelteil, der stehen geblieben ist. Ja, genau. Also wir zeigen euch nur die Grundmauern, die noch sind. Manchmal sind wir ja böse, ne? Was? Ja, aber haben die anderen ja mit 12 Leute. Ja, ist ja voll. Kannst du mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was wir schon so alles gemacht haben. Oh, wenn ja. Die Leute das interessiert, kannst du mal. Ja. Was haben wir denn gemacht die letzten 2 Tage? Habt ihr Interesse dran, mal irgendwas zu wissen? Nee, immer wenn ich 5 Meter weggehe. Ja, das ist natürlich der Nachteil bei Bluetooth, ne? Ja, Verbindung weg, ne? Ja. Ja. Und mein Bluetooth reißt erst ab, kurioserweise, wenn ich im Treppenhaus bin bei uns. Und sobald ich wieder draußen bin, ist wieder da. Ja, was haben wir denn gemacht, Schönes? Oh, Thomas. Thomas ist auch da. Hi, sei gegrüßt. Thomas. Also wir lassen das Ganze mal Revue passieren. Ne? Nachdem ich hier gestern angekommen bin, bin ich erstklassig versorgt worden mit Kaffee. hat auch WLAN, aber wenn ich das benutze, dann muss ich erstmal ins Haus mit dem Grill. In meine Grillecke habe ich kein WLAN. Ja, gut. Bei Olli hat das Fleisch unter Temperatur. Servizi geht ja sogar unterwegs. Ja. Kaffee gekriegt und dann haben wir uns ein bisschen zusammengesetzt, ein bisschen gequatscht. Dann habe ich den super geilen Schweinebauch aufgelegt. Deswegen hat er dann irgendwann, habt ihr ja live gesehen, beim Gerrit, irgendwann mal angefangen, das Wokgemüse zu machen. Das auch. Aber wie gesagt, guckt es euch bei mir Montag im Video an. Ach, hallo und schönen guten Abend. Heute. Herr von und zu René. Der Feuerplattenkönig ist auch unter uns. Mhm. Ja, genau. Ist die Terrasse ein Greenshot? Genau, wir haben gestern vor dem Brand noch ein Foto gemacht und sitzen jetzt vor der grünen Wand. Ja. Thomas, Respekt. 50 Kilometer, ne? Wow. Ja, haben wir gestern Abend dann noch ein bisschen zusammengesessen. Und heute Morgen hat der Gerrit mich quasi aus dem Bett geschmissen mit Frühstück. Auch dieses seht ihr bei ihm am Kanal. Auf der legendären Feuerplatte. Auf der legendären Feuerplatte. Ja.
war heute alles Triple und Double, ne? Bei mir. Ja, ja, irgendwie schon, ja. Alles, ja. Ja, solange wie das Kickock nachher einfach ist, ist alles okay. Ja, das fällt ab, ne? 3, 2, 1. Ja, genau. 3, ja, genau. 3, 2, 1. Ja. Ich würde es euch jetzt gerne zeigen, aber die Jacke ist gerade nicht. Ja. Ja, Heinrich, das freut mich. Also wie gesagt, das Rip-Rap und das Lamtam-Tam kommt mit dem Paket von Gerrit. Das habe ich schon da reingesteckt, damit du Bescheid weißt. Das Paket geht morgen raus, ne? Morgen, ja. Ja. Morgen. Und dann probierst du die Rippchen nochmal mit dem Rip-Rap und dann... Thomas, natürlich in meinem Alter, du bist aber nicht alt. In unserem Alter wäre 100 Kilometer am Tag gefahren. Mindestens. Ja. Ja, was soll ich sagen? Der Gerrit war gestern gesprächiger, ne? Lausch den Fröschen. Ja. Also ich war echt am überlegen, ob ich nicht mein Handy hier hinstelle auf dem Gimbal und einfach mal laufen lasse und das zu Hause abspiele oder ja. 1A Froschgasse. Ich mach da ein Intro raus. 1A Froschgasse. Du kannst aber fragen, die meisten sind ja hier auch in der Gruppe, ob irgendeinem was an einem Schnellläufer aufgefallen ist, was mir passiert ist. Ja, die Frösche sind richtig geil, Rita. Das geht den ganzen Tag. Die sind so toll. Frage an die Leute aus unserer Gruppe. Da habe ich ja vorhin ein Zeitraffer-Video vom Gerrit heute Morgen reingestellt. Die Nachbarin lacht auch schon. Ist einem da irgendwas dran aufgefallen? Also Heinrich sagt nein. Nee, das Heinrich meint meine Frage wegen dem Zucker. Ach so. Was, deine Frage? Du bist gerade zur Schweinerei gegangen. Ob er jetzt Schweinerei auch Zucker dazu gemacht hat. Ja. Olli, wenn du mir jetzt erklärst, wie ich die Null machen soll... Können wir das gerne probieren? Nein, um Gottes Willen, Martino. Ich liebe meine Frösche. Der sieht auch richtig geil aus. Der sieht richtig gut aus. Ich habe da vorhin ein Foto von gemacht in Nahaufnahme. Never ever. Der sieht richtig gut aus. Er hat schöne Augen. Schöne blonde Augen. Ohne Ritz. Ach so, ohne Ritz. Ja, okay, Olli. Du kannst mich ja mal einladen, dann machen wir das Rezept mal bei dir. Leute. Hervorragend. Aber ich sehe das hier nicht. Siehst du das gar nicht? Nee, bei mir sehe ich gar nichts. Da habe ich 0 stehen. Oh. Ja. Siehst du es denn da jetzt? Da habe ich jetzt 16 aktuell. Ja, 16 ist auch. Ja. Franz auch. Franz R., sei gegrüßt. Chatten anmelden. Nee, das will ich ja nicht. Teilnehmer, Chat in neuen Fenster öffnen. Ja. Ja. Wann erscheinst du? Ja, Olli, lass uns mal einen Termin machen und dann gucken wir. Ist ja nicht so, dass du nicht meine Nummer jetzt. Geh mal mit. Aber das Erste, was ich mal jetzt machen muss, wo die Corona Geschichte ein bisschen aufgelockert ist, ich muss unbedingt mal nach Ostfriesland fahren. Das habe ich jetzt versprochen, dass ich im Januar, Februar komme. Das ist nichts geworden. Dann kam Corona. Und irgendwann muss ich da mal hin. Das ist jetzt das Allernächste, was ich in Angriff nehmen werde. Ne, Familie Kruse? Ich weiß, ich verspreche das schon seit einem Jahr. Ja, ich denke da dran. Das ist noch nicht vergessen. Aber ich habe ja gerade unendlich viel Zeit. Nö, nee, der klettert hier auf den Seerosen rum. Quack, quack. Ja. Muss mal deinen Laptop. Wir sind gerade, ja, das weiß ich, das habe ich vorhin irgendwo gesehen, ihr seid mit dem Wohnmobil unterwegs, ne?
Irgendwas muss man mit der Laptop-Einstellung machen. Der geht nach 5 Minuten, fährt der den Bildschirm runter. Ja, aber ich habe wohl den Akku, das ist das nicht mehr. Bei dem. Der Stromkabel. Genau. Der Service, geht mal los. Aber soll ich euch mal eben was zeigen? Ich habe ja hier, stehen jetzt in Leipzig. Oh, das ist so wunderbar. Ich mach das mal so. Der Primo hat einen neuen Namen. Kann man das lesen? Böp. So. Probedruck. Probestick. Der hat übrigens eine Gesichtserkennung, das Laptop. Ehrlich? Ja, wenn du. Dann geht der kaputt, wenn er mich gleich sieht. wenn du wegguckst, wird es dunkler. Ach so. Ach so. Gerrit, bist du das im Hintergrund? Ja, Thomas, der Gerrit ist im Hintergrund. Weil ich bin ja beim Gerrit. Also Familie Kruse steht in Leipzig. Da hätte man ja auch mal weiterfahren können, ne? Ich glaube, der Wachtel hätte da auch noch Platz gehabt. Wenn ich weggucke. So geht's uns auch. Wollten auch schön rumreisen und überall mal grillen. Wird aber bestimmt noch nachgeguckt. René, du weißt ganz genau, bei mir bist du immer herzlich willkommen. Nicht nur du, deine Frau auch. So, dann würdest du die Leute ein bisschen besser angucken. Ja. Na, Reifen geplatzt. Also ich habe den Junior schon eingepackt. Ja, der Junior ist schon im Auto. Mhm. Weißt du was, ich mache das ganz anders. Ich hätte so unten runter. Ja. Warte, ich stelle. So. Dann kann ich auch mal schön auf den Chat gucken. Dann machen wir das Bild größer. Hervorragend. Und so kann ich mich auch bewegen. Ich habe den Junior schon eingepackt. Oh. Heinrich macht ein Maishähnchenbrust. Warum gibt es ein Maishähnchenbrust? Ja, wir machen gleich noch einen Kikok. Ja, das ist ja, aber gut, das ist ja nicht das so, dass morgen die Geschäfte, also die Reifenhändler zu werden. Morgen kann man ja dann auch neuen Reifen kaufen. Ist nur heute ein bisschen doof. Brolking-Werbung. Dann hätte ich den anders hingestellt. Dann stand der so, dass man das auch sehen könnte vernünftig, ne? Der Gimbal ist das nicht schon eine geile Sache für das Live. Was das Handy nicht festhalten. Wann erscheinst du? Ja, so ist das auf alle Fälle. Also. Gary, wie machen wir das Kikok gleich? Das Kikok machen wir gleich mit dreierlei Gewürzen. Das Kiko werde ich zerlegen in, ich glaube, 8 verschiedene Teile. Brustfilet, Auster, Pollofino, Wings, Drumstick. Also sind das jetzt 8 oder 7? Keine Ahnung. Ja, und dann wollten wir eigentlich noch ein Risotto dazu machen. Aber ich bin jetzt irgendwie schon so ziemlich vollgefressen. Ja, ich wollte auch gerade. Ich wollte Gerrit nur ausreden lassen, Olli geben. F ist abgesagt. Und schöne Grüße an den Hobbykoch natürlich. Ja, Thomas, nicht nur soweit du weißt, GMF ist abgesagt.
Also ich selber war nicht angemeldet, Gerrit war angemeldet, ne? Mhm. GMF ist... Ja. Ich bin auch heute nicht so rätselig, ich weiß auch nicht. Was ist los? Dein Schrank fehlt dir oder was? Ja, ich fühle mich nicht so wohl ohne meinen Schrank. Und es hat keiner mitbekommen, was mir passiert ist. Ne, scheinbar ja nicht. Kannst aber erzählen. Also von euch hat keiner mitbekommen, was passiert ist am heute Morgen. Wartet mal. Vielleicht, ich probiere jetzt mal was. Kann man das ja einspielen? Wo war es denn? War der das? Nee. Habe ich den schon gelöscht? Da. Vielleicht klappt das ja. Ich spiele das mal ein. Hoffe ich. So. Kann man das sehen? Mhm. Kann man das auch größer machen? Kann man auch. Aber da war es, glaube ich, schon vorbei. Muss nochmal starten. Ich starte das Ganze nochmal. Pause. Zieh den zurück. Ups. Pause. Ich mache nochmal zu. Mach nochmal auf. So. Und jetzt nochmal. Das war das heute morgige Frühstück. Kann man das echt sehen? Mhm. Wie geil. Jetzt ist es wieder keinem aufgefallen. Nö. Also die Szene ist schon vorbei. Vielleicht hat der... Zack, das war's. Wie kriegt das jetzt wieder weg? Da oben. Ja. Ey, das ist geil für die nächste Verlosung. Da kannst du Sachen einspielen. Mhm. Das ist ja total genial. Scheint zu zutaten, welches Gericht wird das oder so? Ja, genau. Als Frage. Ah, die Leckengriller, ja. Nö. Sag das nicht, Svenja. Was denn? Das ist. Mit dem Froschschenkel. Ach so. Nee, der Bacon ist nicht vom Brett geweht. Nein. Zu schnell abgespielt. Mike, nein, war das ein Zeitraffer. Das waren 10 Minuten in 40 Sekunden. Windig war es auch nicht. Nö. Kannst du ja verraten, was passiert ist. Der, ja, McDopfu, alles gut? Spappen. Nein, der Sonnenbrand, echt ein Elend, ja. Ich auch. Ey. Gerrit auch. Also man kann es jetzt auf die nicht passende Arbeitsschuhe zurückführen. Aber wer darauf geachtet hat in dem Video, hat der Gerrit sich ganz böse in den Kopf gestoßen an den Feuerplattentisch. Schönes Loch, ey. Ja. Haben wir geblutet. Aber wir haben das mal eben wir haben mal eben so einen Scheit aus dem... aus der Feuerplatte rausgenommen und haben dann das mal eben verarztet. Nein, natürlich nicht. Wer ist das hier eigentlich vor mir? Brand ohne Getränk ist schlimm. Wer brennt? Sonnenbrand. Ach, Sonnenbrand, ja, genau. Der Björn, der schaltet heute nicht so schnell, der ist so vollgefressen. Ja, ich.
sind da jetzt einige neue dabei. Was hast du denn zum Schluss noch Schönes gegessen? Ja, was heißt zum Schluss? Zum Schluss hatten wir gerade einen Double Tomahawk. Gedry-aged von einer Ferse, 2,5 Jahre alt, Deutschland aufgewachsen und geschlachtet worden. Und in Deutschland gegrillt worden. Und in Deutschland gegrillt worden, ja. 2,4 Kilo. Ja, sagen wir mal eben mit vier Leuten. Sechs davon da, ist alle. Aber, wie das Zeug, das Teil ausgesehen hat und wie es das zubereitet worden ist, müsst ihr beim Gerrit gucken. Als Absacker kommt gleich das Kikuk. Ihr kleinen Schlemmermäulchen. Ja, natürlich. Nur so ein bisschen. War ja auch Männertag heute. Christian, ich mache übrigens Sonntag oder nächstes Wochenende ein Brisket mit 5 Kilo. Ich hoffe mal, das wird so gut wie deins. Sah auch schon sehr lecker aus. In dem kleinen Keramikei. Ich kann ja mal ein Bildspur, das kannst du ja mal einblenden. Ja, schick mal. Frag mal, ob diese Leute sehen wollen. Also, was ist denn für ein Bild? Das Double Tomahawk. Ja, genau. Wollt ihr das Double Tomahawk mal sehen? Dann schickt der Gerrit mir jetzt mal ein Bild rüber und dann. Wer ist denn das alles bei euch? Wieso so ein Brisket ist doch schnell gegessen? Na klar, schreibt der Hobbykoch. Mal gucken, ob das mal eben funktioniert. Mhm. Funktioniert. Hab heute meinen Top Go Grill Marke Eigenbau getestet. Läuft. Den werde ich in die Arbeit. Moment. Sie haben Post. Ja. Ich bin noch da. Ja. Also ich sehe mich noch. Zeit läuft auch noch. Ja, du musst wieder reinklicken wahrscheinlich dann. Also der Stream läuft doch noch. Ja. Warte. Ja, ich bin noch drin. Bei mir bewegt sich alles. Wie sieht es bei euch aus? Geht wieder. Ja, gut. Dann lade ich mal eben das Bild hoch. So, rüber, Medien, so, zack, zack. Sieht man das jetzt? Oh, guck mal, da genießt noch einer eben. Ja. Sieht man das jetzt? Nee. Warte. So, jetzt, nein, das war der falsche. Oh, da kommt noch jemand. So, da geht's. Da ist es. Nee. Doch. Ach so. Jetzt kommt das kleine Schätzchen. So lecker. Ich habe für heute noch ein Wagyu-Barett aufgetaut. Aber irgendwie sind heute alle irgendwie müde. Das war sehr lecker, Hobbykoch. Ja, haben alle gesehen, kann ich sie da rausnehmen, ne? Das sieht aus wie Säbelzahntiger. Ja. Das ist, weil der Gerrit da so. Wir geben das jetzt wieder weg. So. Okay. Hebe gekackt. Natürlich. Das kann ich mir vorstellen. Immer noch live. Yo. Mini-Elefant, schreibt Olli. Jetzt drehen sie nochmal richtig auf. Ja. Die Frösche sind wieder da. Das war die Vorspeise, oder wie? Kann man so sagen. Ja. 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 Also wir wollten eigentlich das Kikok mit Risotto machen, ne? Mit Risotto. Baskisches. Baskische Art. Aber wir haben gesagt, nö. Wir machen halt nur noch Hähnchen. Low Carb ist angesagt. Low Carb, ja. Genau. Gleich noch ein schönes Kikok.
Weiß ich nicht. Ja, so ist das. Ja, hast du jetzt schon ein Keramikei? Nein, noch nicht. Ja doch, ist bei mir im Auto. Also ein Kühlkopf ist ja nicht fett. Hier wird geschossen, hast du gehört? Hat der Bundeswehr nicht auch Feiertag heute? Das war ein Jäger. Ja. Wir kriegen jetzt gleich noch einen Überläufer oder so. Ja. Wildschwein beraten. Hallo erstmal an alle anderen, ja. Zucker. Ja, war auch noch nicht genug heute. Zucker noch nicht. Nee. Ja, das ist wie bei der Diät. Mach zwei gleichzeitig, dann wird man satt. Ja. Ja, ansonsten wird das nichts. Nö. Was soll von einer Diät satt werden? Zwei Diäten sind besser, ne? Ja. Oder drei sind noch besser? Nee, das ist zu viel. Zwei ist zu viel. Ja. Ja, die kleinen Portionen, Christian, die du da immer fabrizierst, die kann ja jeder. Und dein Hund. Hast du den Knochen reingeholt? Nein. Ja. Ja. Nee, ich wollte gerade sagen, der liegt doch noch da. Oder hat sich den aus dem Kühlschrank geholt? Pepe versucht sich nämlich gerade an so einem Tomahawk-Knochen. Nee, der buddelt sich gerade. Der will sich gerade durchbuddeln. Ach so. Wo will er hin? Keine Ahnung. Zum Mittelpunkt der Erde. Ja. Und ich habe heute auch schon ein altes Schlachtball. Ah. Hat mich eben an Spargel mit Schnitzel überfressen. Björn ist schuld. Er hat sich das Stück per Videochat ausgesucht. Hallo? Ja, natürlich habe ich das. Aber diese Schuld nehme ich gerne auf mich. Das war wirklich ein mega geiles Stück. Ja, war richtig lecker. Ich habe ja schon viel gegessen, aber... War auch genau ausreichend für vier Leute. So. War nicht zu viel und nicht zu wenig. Knapp, ne? Ja. Wenn nicht so viel Beilagen gewesen wären. Ja, die Beilagen hätten etwas weniger sein können. Und diese Jahreszeit gibt es keine Überläufer. Ja, stimmt. Ja, aber trotzdem, irgendwo so ein Wildschwein werden wir wohl noch finden, oder? Frischling. Gibt es einen Frischling, Martino? Warum bin ich jetzt so voll müde? Cool. Ich hätte echt die Gesichtserkennung. Ach nee, du hast ja den Strom angeschlossen. Ich glaube, wir brauchen noch einen Kaffee. Ja, nur anders. Ich guck gleich noch ein. Svenja, guck mal, hier ist alle. Svenja, oder eine Cola. Okay, die müssen wir jetzt auch erst holen. Nee, die hole ich jetzt. Willst du? Ja. Cola. Ja, eine Schuld. Und diese Jahreszeit gibt es keine Überläufe. Ein Dirk-Kaffee? Nein. Ich habe aber noch Dirk-Kaffee-Likör zu Hause. Oder hat meine Frau den schon leer getrunken? Das weiß ich nicht. Also von dir gerösteten Kaffee und vom Thorsten vom Beef & Meat verarbeitet zum Likör. Lecker. Der war richtig lecker. Den durften wir auch schon probieren. Ja. Mein Zehnburger ein Ort, das war, aber der war so gut. Ja. Ja. Und den haben wir dann, den Rest haben wir dann wieder mit zu DEM genommen, weil noch ein bisschen was hier geblieben ist. Ja, und ich habe noch was zu Hause stehen. Wenn meine Frau den nicht leer gemacht hat. Wenn deine Frau weiß, was gut ist, ist er alle. Die weiß, was gut ist, ja. Dann ist er aber die ist, weil die weiß, was gut ist, geht die da auch recht sparsam mit um. Okay. Ja, Olli, da haben wir uns echt glücklich drüber geschätzt. Also, es war schon ein feines Gesöffchen. Ja.
Ne? Der war schon richtig gut. Das sieht so geil aus. Ich kann mich da nicht dran setzen. Ja. Oh, Pferdefleisch. Das macht der Pit auch häufig. Ja, ist ja nichts Schlimmes dran. Das ist doch lecker. Ja. Ich muss mal gucken, ob unsere Pferdeschlachter offener den Rumbruch. Muss da mal hinfahren. In Lüneburg. Da haben wir auch mal was. Den gibt es immer noch. Den gibt es noch, aber hier gibt es nichts. Doch, wir haben Pferdemetzger auch noch mal. Ja. Pferdemetzger in Hombruch nebenan, quasi das ein Dorf weiter. Echt lecker. Oh Daniel, das glaube ich. Oh Daniel, das glaube ich, dass das lecker ist. So selbstgemachter Schnaps. Schon was Feines. Also macht demnächst Dirk Aufkleber? Mhm. Aha. Aha. Und wie sollen die funktionieren? Aktuell nur 10 Zuschauer. Ich muss ein bisschen Action. Ja, ich habe aber keinen Bock mehr auf Action. Ich bin vollgefressen. Von dem bisschen? Die sind jetzt im Januar, Februar geworfen worden. Yep. Das sind Frischlinge. Das sind Frischlinge, die kleinen. Das sind die 4-5 Monate alt. Ja. Hallo, der Sascha, hoffentlich hat er gleich Empfang. Ja, das ist ja immer schwierig. Das ist eher schwierig bei Sascha. Ich bin heute irgendwie. Ich habe mich ausgepowert hier. Ich bin hier schon eine Stunde durch den Felder gelaufen heute. Die schlimmsten Wege. Ich bin vorgekommen wie eine Nordsee. Wir waren auf einmal auf Sandwegen. Ja. 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 Sehr sandig hier. Sind wir lieb? Nein. Für die Neuen. Ich kann ja mal eben einblenden, was es heute hier gegeben hat. Plack. Bitteschön. Das war so geil. Draufdrücken. Dann komme ich da wieder rein. Wer rausnimmt. Gott, Daniel. Warte. So. Hallo. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, noch nicht so dicht. Hätte ich jetzt aber Angst gekriegt. Ja, Leute. Ne, alle kann ich auch noch warten. Dann habe ich Weitwinkel. Da hast du Gerrit aber auch mit drauf. Ja, weiß ich. Okay. Oh Mann, ey. Also die App ist toll, wenn ich sehen würde, wie viele Leute da sind. Wenn ich schön sehen würde, wäre die App toll. Kannst du ja, schöne Spielerei mitmachen, ne? Das ist eine schöne Spielerei, auf jeden Fall. Ne? Ja, Pepa hat heute den Knochen vertickt. Der hat den Rest vom Tomahawk gekriegt. Also einen von den Knochen. Unglaublich. Unglaublich. Der hat sich so gefreut. Der war mit dem Knochen völlig überfordert. Das war echt schön. Also das zu sehen war gut. Ich habe Hunger. Ja, dann musst du Gerrit sagen, er soll das Hähnchen rausholen. Das ist nicht mein Part. Das ist nicht mein Part. Meine auch nicht. Ich habe gestern gegrillt, bin heute raus. Genau, die Schöne und die zwei Biester. Richtig. Richtig. Genau so sieht es aus wahrscheinlich. Ich muss ab und zu mal hier nach unten gucken, weil nur da habe ich den Chat. Ja, aber ansonsten war es so ein echt chilliger Tag heute. Es war richtig schön. So ein richtig schöner Feiertag. Ja, mit einer schönen Verletzung angefangen. Ja, mit einer schönen Verletzung angefangen, weil mein armer Schatz... Er ist nämlich heute Morgen um seine Feuerplatte rumgetanzt. Also für die, die es noch nicht gesehen haben, achtet mal drauf. Relativ ja, am Anfang. Ja, da müssen wir so, ab jetzt. Gucken. Und da hat er sich nämlich ganz böse... Jetzt, boing! Man sieht es gleich. Nee, schon mal. Da ist noch nicht zu sehen. Ah, doch, jetzt war es. Ich sag so ein Chat Bescheid, wenn es kommt. Es war schon. War schon? Ja. So. Wir sind schon durch. Hat er sich nämlich ganz doll den Kopf angeschlagen.
Und dann hat er jetzt echt ein bisschen Kopfschmerzen gehabt, der Gutste. Es tat mir aber auch nur ein Müh leid. Also ich habe es nicht gesehen. Deswegen, ja, passiert halt, ne? Ist wie es ist. Also Einzelschicksale kann man da jetzt auch echt keine Rücksicht der nehmen. Anfänger. Der Anfänger. Ja, zeig mal die Krebsverletzung. Komm mal her. Soll ich ranzoomen? Ja, kann man das so ein bisschen sehen. Hat sich schon ganz schön den Kopf. Ich kann das auch nochmal versuchen ranzuzoomen. Moment. Warte, versuch mal. Oh, ja, man sieht es so gerade eben. Ja, gerade eben. Also hier ist es auch schon ganz schön rot. Ja. Also ja, war schon nicht so schön. Aber er hat nicht gejault. Das muss man ganz klar sagen. Also er hat tapfer weitergemacht. Mann, ne? Er hat weitergemacht. Und dann wurde es natürlich irgendwann warm und dann fing man auf dem Kopf an zu schwitzen und dann... Schachbrunnsgeld. Dann tat es weh. Feuerplatten sind gefährlich. Nur der Einbautisch ist gefährlich. Viele wären an so einer Verletzung echt gestorben, ne? Also hätten sich auf den Boden gerollt. Ich sag nur, manch ein Fußballer wäre damit verletzt ausgewechselt worden. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Nein, er hat sich wirklich ganz tapfer geschlagen, der Gutste. Was hab ich denn? Ja, ne? Ja, Daniel, das sehe ich tatsächlich genauso. Ja, aber ja. Manch anderer sieht es anders. Um das mal so auszudrücken. Ja, es war dramatisch. Soll ich euch, Svenja, ihren neuen Prinzen zeigen? Den hat sie zwar noch nicht geknutscht, aber... Oh ja, genau, meinen neuen Prinzen. Ah, der ist so schön. Ich finde die Augen total geil. Absolut. Diese gelben Augen. Die ist richtig schön. Ja. Ja. Ist halt einer von denen, der auch ein bisschen Alarm macht. Zack. Aber also die sind echt toll, unsere Frösche. Die sind wirklich toll. Ich mag die sehr gerne. Ich höre sie auch gerne. Ich mag solche Froschkonzerte auch. Also da habe ich echt nachts extra das Fenster auf, damit ich das auch ja höre. Ja, ich schlafe hier unten im Keller im Gästezimmer. Ich höre das nicht. Ich wollte gerade sagen, so schlimm ist es jetzt nicht bei uns im Keller, ne? Der sucht eine Frau. Ja, der muss erstmal noch zwei andere vertreiben, bevor die Frau kommt. Ja, also wir haben hier, also so wie es aussieht, haben wir 5 Frösche im Teich, 2 Weibchen, 3 Männchen. Also das ist schon schwierig. Einer geht leer aus. Ja, also an einer leidet auch. Also auf den einen gehen sie immer drauf los. Das ist, glaube ich, der Größte. Der wird da immer so ein bisschen vertrieben. Aber gut. Ne? Und ein neben dem Witz. Ja, einen Prinzen, kein Frosch. Einen richtigen Prinzen. Ne? Ja, aber es ist schon schön. Also ich mag das sehr gern. Das ist halt Natur, das ist Land. Als wir das Haus hier damals gekauft haben und ich den Teich gesehen habe, habe ich gesagt, oh, ich möchte bitte Frösche. 2 Jahre später waren sie da. Extra für mich. Jakob! Extra für mich. Hey, Jakob, bist gut nach Hause gekommen. Gerade noch hier, jetzt zu Hause. Genau. Der hat nämlich morgen früh Frühschicht, der Gutste. Der muss um 6 schon wieder anfangen zu arbeiten. Ich habe das Glück, ich muss erst um 1. Das ist sehr schön. Freue ich mich sehr drüber. Ne? Bis dahin bin ich auch wieder nach Hause. Ja, Frosch habe ich auch noch nicht gegessen. Also tatsächlich nicht, aber ich habe so die Befürchtung, es ist halt nicht viel dran. Schmeckt wie Hähnchen. Ja, also gehört habe ich das auch schon, aber es ist halt nicht viel dran und das finde ich dann... Nee, es ist. Du musst dir von dem also wie Hähnchenflügel vorstellen. Ja, und die finde ich auch nicht doll. Mhm. Ist doch, jetzt schön nicht, knusprig schon. Ist jetzt nicht aber willst du beim Frosch nicht knusprig kriegen, weil du nur das Fleisch und den Knochen hast? Ja, viel, ne? Nee, also das ist... Wobei, da kriegst du bestimmt guten Geschmack dran, wenn du die in der vernünftigen Marinade einlegst, Kräutermarinade oder so. Ist ja, bestimmt mal nebenbei lecker. Vielleicht, damit ein bisschen Action kommt, mal ein Hähnchen aufzustellen. Ja, das kannst du machen. Ja, der Gerrit holt jetzt mal das Hähnchen. Und dann zeigen ja, dann wir euch mal die Hähnchenzubereitung. Genau, und dann zeigt ihr die Hähnchenzubereitung. Ist das Brett sauber schon? Selbstverständlich. Komisch, schmeckt alles wie Hähnchen. Ihr könnt ja mal am Gerrits Bauch lecken. Sieht zumindest aus wie ein Frosch. Die soll auch so Frosch. Ja, hat der Sascha geschrieben. Ja, das hat Sascha geschrieben. Ja, nee, das muss ich jetzt nicht haben. Ne. Deswegen ist nicht so behaart wie Saschas. Ja, aber Martino, ja, das aber wird hier heute Nacht nicht passieren. Auf gar keinen Fall. Nein, nein. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Da ist mein Mann schon hart im Nehmen. Da ist er wirklich hart im Nehmen. Also das passiert nicht. Also ihm ist nicht schlecht. Nein, gar nichts. Er hat sich nicht erbrochen, also hat auch keine Gehirnerschütterung. Quatsch.
Augen sind auch noch, die Augenreaktion ist auch noch total normal. Absolut. Blutungen sind auszuschließen. Okay. Hast du was kaputt gegangen? Scherben bringen Glück. Ja. Aber beide gleich so. Was? Oh Mann, ey. Ja, und jetzt machen wir halt, wie gesagt, noch das Hähnchen. Ich habe persönlich noch nie einen Kikok gegessen. Ich weiß nicht, wie das schmeckt. Ich habe es auch noch nicht gehabt. Ich bin jetzt auch nicht so der Hähnchenfreund, das kommt halt auch noch dazu. Aber so eine schöne knusprige Haut finde ich mega. Also brauchst du gar nicht so zu gucken, Björn, das ist meine. Du kannst das Fleisch essen. Hm. Ne? Also das wollte ich jetzt mal gesagt haben. Das ist ein komplettes Hähnchen von 2, so viel Kilo. Da werde ich auch ein Stück Haut von kriegen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Soll ich das weitermachen? So, wir beenden den Chat, wir müssen das mal eben ausdiskutieren. Soll ich das weitermachen, was ich angefangen habe? Was hast du denn angefangen? Ach, hast du noch gar nicht angefangen, weitergemacht? Nein. Bitte mach weiter. Okay. Du kriegst also, die Haut. Ja, siehst du, geht doch. Ah, es ist immer schön, die schlagenden Argumente zu haben. Adi kommt morgen auf den Kamado. Okay, ich dachte, jetzt du heute schon gemacht. Tschüss, Sascha. Tschüss, Sascha. Grüß deine Frau schön. Ne? Ich dachte wirklich, die hättest du heute schon gemacht, Daniel. Also ich bin... Habe ich das so falsch verstanden? Okay. Ja, aber dann morgen ganz viel Spaß und guten Hunger vor allen Dingen. Ne? Also das ist... Ja, 2,7 Kilo ist auch schon gut. Der Stream lief doch. Der Stream lief, ja. Aber vorhin war noch keiner da. Ne? Vorhin war einfach noch keiner da. Guck mal, jetzt haben wir schon 19 Leute. Das finde ich voll gut. Ja. Sehr schön. Woran das so liegt? An dir. Natürlich. Deswegen habe ich ja auch dich auserkoren, weiterzumachen. Oh, immer auf die Aber wir werden gleich Svenja entlassen, weil die muss noch was fertig machen für mich. Richtig. Und wenn der Gerrit wieder da ist, dann werden wir Gerrit dabei beobachten, wie er das Kikok zubereitet. Genau, und davor musst du aber bitte das, was da hinten steht, wegnehmen. Ja, tue ich. Ne? Werde ich tun. Sehr schön. Sieht geil aus. Sieht geil aus. Ja, sieht schon schön aus. Leg's am besten irgendwo hier vorne auf den Grill. Ja, du brauchst das ja sowieso. Ja, aber du musst das jetzt nicht reinbringen. Das kann ich mit reinnehmen. Sehr schön, vielen Dank. Läuft hier. So, oh, Gerrit kommt. Die ersten Vorbereitungen werden getroffen. Wo ist denn das Hähnchen? Keller. Das sind ja nur leere Teller und Schüsseln. Und ja, er muss das Hähnchen aus dem Keller holen. Das passt nicht mehr in den Kühlschrank hier oben. No. Ich wollte das Handy schon mal holen. Ja, du magst. René, ich wünsche euch auch einen schönen Abend und grüß Carina schön von mir. Tschüss. Ne? So, Björn geht jetzt runter und holt das Hähnchen. Oh, Alter, ich weiß gar nicht, ob ich das heute alles noch schaffe. Es ist so ein bisschen wie auf diesen ganzen Grillveranstaltungen, wo man immer wieder isst, ne? Essen am Stück. Aber lecker. Immer wieder was anderes Leckeres. Guck, Gerrit trifft da Vorbereitung. Sehr schön. Dann könnt ihr euch das gleich mal angucken. Eine Frage. Hat denn schon jeder von euch mal... Das kannst du mal rüberholen jetzt. Ja, ich hole jetzt wieder. Habt ihr, kennt ihr alle Kikok? Habt ihr das alles jetzt schon mal gemacht? Oder bin ich jetzt die Einzige, die das noch nicht gegessen hat? Nicht. Oder wie ist das? Ja, musst du anders machen. Nicht Björn. Was nicht Björn? Nein, weiß ich gar nicht. Ich habe alles... So, ich nehme euch jetzt Svenja weg. Tschüss. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Sag tschüss. Tschüss. Na? Eine Frage. Wer hat jetzt schon richtig zerlegt? So, jetzt bin ich es. Moment. Jetzt mache ich weiter. Ich hole mal mein Handy, damit ich mal nebenbei. Ja, gucken. Damit wir nebenbei gucken können. Und ich zeige euch schon mal, worum es geht. Ups. Das legen wir mal dazu. Da ist das gute Stück. Wer hat denn schon mal ein Hähnchen in richtig Teile zerlegt? Wollen wir jetzt mal machen. Wer war's? So, das Kikok-Hähnchen. Okay. Ja. Sogar ein Original. Hier gibt's so gute Sachen. So, dann erstmal den werden wir hier nicht brauchen. Kennt ihr, ne? Poppt hoch beim Kikok. Sobald die Kerntemperatur erreicht ist. Genau. Brauchen wir nicht. Geht so auf den Grill. Dann noch schön gebunden. Mit so einem Gummidengel.
Leute, guckt euch das an. Kikok-Hähnchen, die Färbung. Die ist schon geil, ne? Ja, dann werden wir mal loslegen hier. Gucken wir uns das mal an. Björn muss das ein bisschen moderieren. Wie soll das moderieren? Ja, also wir haben das Hähnchen jetzt auf dem Brett liegen, der Gerrit. Der legt sich das jetzt zurecht. So, als erstes, was ich das nicht so gerne mag, ich habe jetzt hier ein Messer, das ist so ein bisschen ein Ausbeinmesser. Guck mal, was da drauf steht. Von Felix Soling sind die. Ja, wenn du den. Ja. Schneide ich mir erstmal den Bürzler. Leute, das Zeug wird nicht weggeschmissen. Alles, was vom Hähnchen kommt, geht jetzt hier rein. So, dann als nächstes, ich gucke mal so ein bisschen kamerakonform, stelle mich vielleicht mal ein bisschen so hin. Als nächstes checken wir, wo das Rückgrat ist. Das ziehen wir ein bisschen auf Spannung. Und dann gehen wir mit dem Messer, seht ihr das hier, genauso möglichst tief direkt am Knochen lang. Sieht in der Aufnahme schon richtig gut aus. Und dann möglichst, wir wollen ja wirklich nicht viel Fleisch, seht ihr das? Hier bin ich direkt an der Unterhaut quasi vom Hähnchen. Die Haut ist jetzt bei diesem Rezept jetzt nicht so wichtig. Doch, die wollte deine Frau knusprig haben. Und dann lösen wir. Oh, ist hier schön was dran, Leute. Also ich muss jetzt sagen, ich weiß gar nicht, ich habe 3 Stück gekauft. Die wogen zusammen 5,2 Kilo. Ja, irgendwie 5,2, 5,4. Was das Einzelne jetzt wiegt, kann ich gar nicht sagen. So. Wir haben es nicht gewogen. Nee. Das ist Teil Nummer 1. So ein bisschen, ja, mein Brett ist ein bisschen klein hier, aber ich wollte ungern jetzt, schneide ich noch so ein bisschen überschüssige Haut ab. Geht dann rein. Dann haben wir Teil 1. Also hier könnten wir noch das Innenbrustfilet lösen. Das machen wir auch mal. Das kann ich auch noch mal zeigen, wie das geht. Das kennt ihr alles, ne? Was hat denn der Chat? Mal kurz weg, was wird das? Das werden. Ich zerlege jetzt wirklich mal ein Hähnchen komplett. Vielleicht kann Björn damit drauf gucken. Ich muss ja arbeiten. Warte mal. Warte, nee, lass liegen. Ich nehm's mir. So, ich werde jetzt hier einmal noch das Innenfilet lösen. Eigentlich können wir euch nicht sagen. Ja, Jakob, tschüss. Oder vielleicht hörst du es schon nicht mehr. Können wir gar nicht sagen. Also wie gesagt, wir haben 3 Stück davon. Innenfilet. Ist das wirklich ein Hähnchen? Brustfilet. Ab so einem fetten 8-Punkt-Punkt. So. Das machen wir jetzt mit der anderen Seite auch nochmal. Ja, Martino, Knochen. Das ist ein Hähnchen. Moin, Steffen K. Also für die Neuen, wir zerlegen hier gerade Kikok. Und das macht der Gerrit. Grillcoach Gerrit. Genau, der Grillcoach Gerrit. Schaut mal bei ihm am Kanal vorbei. Da gibt es dieses Hähnchen nicht zu sehen. Das gibt es so live bei mir. Aber der Gerrit hat heute schon 2 andere Videos gedreht, die sich auch sehr lohnen anzugucken. So. Ups. Adiletten fall nicht wieder. Ja. Es ist nicht filmerfreundlich, was du da machst. Fingerfreundlich oder? Filmerfreundlich. So, Brust Nummer 2. Hier muss ich sagen, das war jetzt die schlechtere Variante. Da bin ich nicht ganz gerade runtergegangen. Das zeige ich euch aber gleich nochmal. Ist aber nicht so schlimm, weil die Karkasse schmeißen wir nicht weg. Da machen wir noch einen schönen Fond von. So, dann nehmen wir nochmal kurz das Innenfilet raus. Frischer Kolbe. Wegschlagend nicht Turbo. So, Innenfilet Nummer 2. Bisschen die überschüssige Haut noch mal abtrennen. So, sieht auch schön aus. Hast du gut gemeint, Olli. So, als nächstes nehmen wir uns mal die Keulen vor. Wie gesagt, Karkasse
Wir haben jetzt im Endeffekt an Fleisch hier noch die beiden Wings, die Flügel, die Keulen und die Auster nachher. Mal gucken, ob ich die Auster rauskriege. Das ist manchmal so ein bisschen... Die Auster, die sitzt hier. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Hier vorne. Das machen wir ganz zum Schluss. So, oben für das Hähnchen schneiden wir, für die Keule schneiden wir erstmal die Haut ein. Und hier vorne sitzt irgendwo, hier vorne, das fühle ich schon, gehe ich rein, sitzt im Endeffekt der Knochen, seht ihr das? So, und den breche ich jetzt einmal raus und schneide mit möglichst viel Fleisch noch hier. Und mal gucken, den Bürzel, den machen wir vielleicht gleich mal ab. An dem Knochen lang. Soll nicht rum, pass mal auf, wenn es hier runterfällt, weil. Das ja, Pepi schnell. Auch wenn er gerade nicht da ist. So, das ist noch nicht alles, das werden wir noch weiter zerlegen gleich. Aber ich lege es erstmal zur Seite, weil ich will erstmal die Karkasse auslösen. So, immer wie schreibt, sehr interessant. Daumen hoch. So, hier nochmal. Ne, quasi die, na, wie nennt man das, ja, weiß ich nicht. Achsel. Die Achsel lösen. Überdrehen. Der Knochen guckt hier raus. Und dann an dem Knochen quasi einmal das Gelenk aufgebrochen, dann durchs Gelenk schneiden. Genau, ne? Weil dann das ist dann relativ simpel. Meistens zerrt die Haut noch. Ja, die hält das Ganze noch ein bisschen. Genau. Aber. Wer das mal mit mir machen will, der muss mal nach Hamburg kommen, wenn die Kurse wieder gehen. Da machen wir das nämlich. So, wie gesagt, hier habe ich nur noch einen Bürzel, der geht nachher mit. So, jetzt Olli schreibt, der bricht sich da mal immer einen ab. Hm? Olli schreibt, der bricht sich da immer einen bei ab. Ich? Nein, der Olli bricht sich da immer einen bei ab. Ach so. Also im Endeffekt, der Flügel ist ähnlich wie jetzt die Keule. Wir schneiden einmal die Achsel auf. Und brechen hier, das ist schon relativ gebrochen. Ich schneide das mal ein bisschen auf, um mal zu gucken. Hier vorne, das kann man so ein bisschen ertasten. Hier vorne ist dann quasi die Sehne. Zack. Habt ihr gesehen? Einmal ein bisschen quer geschnitten, dann rein ins Gelenk und bin wieder weg. Ja, Daniel, tschö. Das gleiche hier nochmal. Erstmal die Achsel auftrennen, damit wir wissen, wo was ist. Wissen, wo was ist. Fühlen wir dann hier einmal. Ich merke, das ist hier vorne. Zack. Und weg. Aber das war noch nicht alles. Die werden noch kleiner gemacht. Den machen wir hier weg. So, jetzt haben wir die Karkasse. Das Einzige, was wir noch haben hier. Es sind keine Hähnchen, es sind Hühnchen, auch wenn man es nicht mehr sieht. Und zwar, jetzt, das kriege ich nicht immer hin, das sieht doch mal am Hähnchen. Je nachdem, wie ich schneide, die Auster rauszunehmen. Das ist so eine französische Delikatesse. Warte mal, ich schneide mal ein bisschen was weg hier, damit ich ein bisschen was sehen kann. Das ist nur noch die Innenhaut. So, das breche ich mir mal einmal so ein bisschen auf hier. Und hier vorne, das muss man sich so ein bisschen ertasten, hier sitzt sie, die sogenannte Auster. Das ist in Frankreich so eine Delikatesse, sieht aus wie eine Auster. Ich muss zwischendurch mal ein bisschen länger... Ja, da ist sie nochmal. Hier hat das Hühnchen natürlich an der zweiten Seite auch, aber ich sehe, das ist hier so ein bisschen, ja, habe ich schon so ein bisschen leider verhunzt hier. Das ist nochmal so ein ganz besonderer, die ist jetzt hier eher, ja, das glaube ich, das lassen wir, das geht in die... Ja, heiß wird das nachher auch noch. So, das, Karkasse.
Hier habe ich ein bisschen schlecht geschnitten. Da habe ich halt immer ein bisschen in die Kamera geguckt. Das gehört eigentlich noch zum Brustleg. Ja. Aber so. Das kann man jetzt schön auskochen und dann kann man sich dann eine schöne Suppe rausziehen. Auch. Bloß nicht wegschmeißen. Nee. So, dann geht es weiter mit den Flügeln. Wie gesagt, den unteren Teil, darauf verzichten wir mal. Den schneide ich jetzt auch mal einmal ein. Ihr merkt, Leute, das ist eigentlich immer das gleiche Spiel. Brechen, hier sind die beiden Knochen. Zack. Ab in Fond. Das mache ich bei beiden. So, ab in Fond. So, den wollen wir auch nochmal auseinandernehmen. Was macht er denn jetzt hier? Dann haben wir hier nämlich einmal den Oberteil. Das ist, ich weiß jetzt gar nicht, die heißen, glaube ich, das sind die Wings. Und das andere ist dann, das seht ihr dann, was ich da gleich mitmache. Auch nochmal einmal schneiden. Das andere sind dann die Drumsticks, genau. Ja, das ist jetzt nicht hier wie bei KFC oder sowas. So. Na. Der ist jetzt schon mal fertig. Den bearbeiten wir gleich noch. Ich lerne hier auch gerade noch bei. Werden die restlichen Gockel jetzt auch noch live zerlegt? Nein. Die sind in der TK. So. Wie gesagt, das ist auch so ein Schnitt, den ihr eigentlich so von KFC und so kennt, ne? Das sind hier so die Wings. Das ist quasi der untere Teil oder der mittlere Teil des Flügels. Weil der untere ist das hier. Die Spitze. Obwohl die ist auch, wenn die schön durch ist, hervorragend. So. Jetzt als nächstes, hier machen wir uns jetzt einen Drumstick von. Da brauche ich ein bisschen Zeber mal kurz. Muss mir meine Hände, die sind nicht schön fettig. Da ist er. Der Grillcoach, bleib stehen. Grillcoach Gerrit. So, und da lösen wir im Endeffekt, ziehen wir die Haut hier vom Knochen. Hier sind so ein paar, seht ihr das? Die ziehen wir jetzt hier mal raus. Dafür brauche ich dann ein bisschen Zewa. Die sehen. Das geht manchmal ganz schön schwer. Kann man auch mal so ein bisschen hochschieben hier das Ganze. Hier ist zum Beispiel noch so eine Sehne, das sieht man hier, die sind die weißen. Die trenne ich mal einmal vom Knochen. Hier vorne ist noch eine Sehne, die versuche ich gleich nochmal zu ziehen. Das ist nicht immer ganz leicht. Das ist vom Hähnchen zu Hähnchen auch unterschiedlich. Ja, ziehen wir die Haut ein bisschen rüber hier wieder. Lollipop ist das. Ja, Lollipop, nicht Drumstick. Drumstick ist von den Füßen. Genau, ja. Darnücki! Das länger nicht gemacht, muss ich dazu sagen. So, hier den schneide ich mir nochmal ab. Niki, wir machen hier gerade Live-Zerlegung. Von einem Kikok. So, hier vorne, den will ich mir nochmal ziehen. Ach. Das sind im Endeffekt die Sehnen. Sag mal, manchmal geht es halt schwer. Hier seht ihr die? Die will ich jetzt. Ah, jetzt habe ich sie raus. So. Der Thomas Radetzky fragt, warum du die Sehnen ziehst. Und nicht einfach, er schneidet die mal durch und schiebt die nach hinten. Weil. Warte. Ja, keine Ahnung, ich habe es so gelernt. Ja. So.
Danke. Lollipop. Warum ist das Bild jetzt unscharf? Jetzt ist er dann wieder. Lollipop. Hier nochmal das gleiche. Die Haut einmal vom bisschen vom Knochen runterziehen oder drücken. Also Thomas, die Variante gehen beide. Also einmal ziehen, was natürlich mühevoller ist. Oder einmal durchschneiden und nach hinten schieben. Ja, ich möchte sie auch möglichst entfernen. Ja. Ne? Sonst kaust du drauf rum. Ist auch nicht so schön. Kannst du mal fragen, ob ich darüber mal ein Video machen soll? Soll der Gerrit mal ein Video machen? Bis Barbecue. Hey, geilen Typen, was treibt ihr Schönes? Ja, wir zerlegen gerade live ein Kikok. In ganz viele Teile, die zeige ich gleich. Also kleiner kann man es nachher nicht zerlegen. Also zerlegen tut's der liebe Gerrit vom Grillcoach. Gerrit. Und also der, warum sind wir nicht betrunken? Weil wir eigentlich weil wir gar keinen Alkohol getrunken haben. Noch nicht. MIB schreibt Video, Video, Video. Ja, mach ich mal, Olli. Ja, 30 Guckel zerlegen, schreibt Thomas Radetzky. Also das ist immer die Arbeit, die ich hasse, muss ich ehrlich sagen. Diese scheiß Sehnen ziehen. Aber ihr seht die hier, die möchte ich möglichst raus haben. Zeig mal die Sehne. Ja, da ist sie. Ja, das Luder. Manchmal hilft auch nur die grobe Methode anschneiden und weg. Ja, noch sind wir nüchtern. Ja, aber der Gerrit muss auch morgen wieder arbeiten. Wir haben das gestern Abend erledigt. Wir haben vorgetrunken. So, wie gesagt, die Haut vom... Wir nehmen uns nachher noch einen Rum Cola zum besser Einschlafen, ein Glas und dann gehen wir heier machen. So, den Knochen wollen wir noch ein bisschen freilegen hier. Hier ist auch noch eine Knorpel dran, der kommt weg. Und dann halt mit der Messerrückseite kann man das Ganze zum Lollipop dann machen. So, und wenn wir dann gleich die Beine machen, kommen wir wieder. Nee, das geht jetzt weiter. Ja. Du weißt ja, dass wir auch noch heute was zu tun haben. Ne? Wir müssen noch die Karkasse gleich auf dem Herd machen. Ja, ist ja nicht das Problem. Oder wegen Seitenbrenner oder so. Ja, was weiß ich. Können wir ja auskochen. Nebenbei. Hast du einen schönen Sud. Ja. Einen schönen Grundstock für eine Soße oder so. Das ist das. Jetzt geht's nochmal weiter. Lollipops haben wir. Muss jetzt das 7 Meter. So. Warte mal, den finde ich. Da habe ich jetzt ein bisschen auf Zeit gearbeitet, muss ich sagen. Das kann man mache ich auch mal schön hier. Das gefällt mir noch nicht so. Also Heinrich schreibt, das könnt ihr nächstes Jahr gerne bei ihm machen, wenn er wieder seine Hähnchen schlachtet. Hähne schlachtet. Kannst du bei ihm die Videos drehen. Heinrich, frag mal, wie viel soll ich denn da machen? Ja, Heinrich, wie viel? In meinen Kursen habe ich 3, das reicht mir immer schon. So, versuchen wir noch ein bisschen die Haut hier so. Überschüssige schneiden wir ab. Ziehen wir die so ein bisschen rum hier. So, jetzt haben wir noch die 2 Schenkel und die sind auch ein bisschen groß. Ja, und im Endeffekt machen wir jetzt hier einmal, das ist jetzt der Drumstick, der Teil. Ich verwechsel das immer mit dem Lollipop. Drumstick. Ja. Und aus dem anderen Teil hier machen wir ein Pollofino. Ja, MIB, du hast damit angefangen, also darfst du jetzt auch alles überprüfen. So, wir schneiden nochmal wieder hier quasi in die Achsel ein. Also der Nüki schreibt gerade, er macht sich die Arbeit nicht mehr mit dem Ziehen. So. Wollen wir nicht, schmeckt die nachher nicht mehr, die sehen. Trennen das auch wieder auf. Muss jetzt hier gucken, wo im Endeffekt der Übergang ist. Zack. Guck nochmal, das passt. Drumstick. So, das mache ich bei dem anderen auch nochmal. Also wie man hier auch sieht,
schön sauber durch die Mitte vom Gelenk. Ne, man weiß ja ungefähr, wo es ist. Wichtig ist, dass man die Haut vorher trennt, weil die ist so ein bisschen... Ne, zack. Hier ist das Gelenk. Wenn man es mal nicht gleich erfühlt, kann man das Ganze auch noch mal ertasten. So, ich ziehe mal ganz gerne die Haut so ein bisschen rüber, weil der ist fertig. Wie, der schneidet jetzt oben den Knorpel nicht ab? Ach ja, oh sorry, ja, habe ich vergessen. Siehst du, Björn hat aufgepasst. Das ist die mühevolle Arbeit. Genau, hier gehen wir einfach mal rum. Und hier ziehen wir nämlich jetzt auch nochmal, wenn es geht. Versuchen wir jetzt den Fuß zu ziehen, oder wie heißt das? Fußgelenk, ne? Ja. Ne, hier sind auch richtig Sehnen, ne? Das ist... Und da versuchen wir dann auch nochmal die Sehnen zu ziehen. Hier ist das Ganze natürlich ein bisschen grober als beim Flügel, ja. So. Also dieses Jahr waren es nur 5 Stück. Vielleicht dieses Jahr werden sich noch teilweise im Ei rum unter den Hühnern. So. Seht ihr, Leute, das geht schon mal ganz gut. Zack, da ist es ab. Zack. So, und die Sehnen, die hier oben noch rausgucken, ne, hier oben, hier hängt noch einer am Finger. Also meine Finger sind gewaschen, auch wenn die jetzt vielleicht ein bisschen braun, das ist vom Hähnchen. Ich habe mich sogar mit Seife natürlich vor abgespült, keine Sorge. Das ist eine Kackarbeit. Ja, das ist echt eine Kackarbeit, da gebe ich so ein Recht. Noch ein bisschen hier... Knochen. Also da musst du echt Leute für finden. Hier wenn vorne, da sind mehr, seht ihr das? Ja. Da will ich echt was rauskriegen. Scharf ziehen, so. Ja. Und diese Hähnchen, die sind auch relativ glitschig hier. Also hier kann man auch so eine Pinzette oder so nehmen. Die habe ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht. Wenn man das Ganze mal... Die Kraft hat man ja, aber wenn man das Ganze richtig greifen könnte. Ich glaube, ich brauche mal ein anderes neues Zebra hier. Und, Herr Grillcoach, macht Ihnen das bis jetzt Spaß, außer dass es leicht anstrengend ist? Ja, also das ist jetzt hier gerade... Du fragst mich genau im falschen Moment. Ja, yeah, ich sag ja. Also den Vogel hier will ich noch haben. Das ist ja Ehrgeiz ausgebrochen. Das ist jetzt ein Ding zwischen Gerrit und der Sehne. Versuch mal vielleicht jede einzeln, vielleicht geht das einfacher. Ja, so. Eine haben wir. Die größte. Herr Sören schreibt, du wirkst gerade sehr angespannt. Oder wieder sehr angespannt. Einzeln geht besser. Die zweite. Schaut mal da hin. Also einzeln, ich ziehe sie mir lieber einzeln. Nicht so greifen kann. Die sind so flutschig. Sage mal. Also ich schreibe, der schiebt dir das runter. Keine Reaktion. Das war Sören. Nein, er ist nicht angespannt. Sag mal. So. Svenja, was sagst du denn dazu? Ist dein Mann angespannt gerade in der Phase oder nicht? Nein, völlig tiefenentspannt natürlich. Und freut sich auch aufs Kickock? Ja. Das habe ich gehört. Ich habe gedacht, ich spinne. Ja, habe ich auch gesagt. Ich habe ja sofort Protest eingelegt und gesagt, deine Frau möchte die Haut. Auch das habe ich gehört. Ja. Vielen Dank. Bitte schön. So, jetzt gehen wir wieder zurück nach Gerrit. Ich hoffe, jetzt... Warte, ich schalte mal um. Jetzt gehen wir wieder nach Gerrit und ich hoffe, er ist jetzt wieder entspannter. Jetzt. Aber ich habe jetzt mal so ein bisschen... Moment, wieder auf Front. Da ist er wieder. Und? Ja, ne? Entspannter? Ups. Diese große will ich noch, dann reicht mir das.
Das ist ja auch für die Zuschauer langweilig, wenn ich hier nur Dings ziehe. Ich würde gerne noch mehr Leute interviewen so zwischendurch, aber ich schneide keiner da. Raus, das ist gut. Da müssen wir mit leben. Ja, normalerweise ziehe ich die hier alle. Ne? Wir haben auch noch Hunger. Genau. So. Ziehen wir die Haut nochmal wieder ein bisschen schöner rüber. Oh, okay. So. Hier haben wir noch den Fuß. Einmal rum. Das machen wir jetzt einmal, zeigen wir die grobe Methode, indem man einfach die Sehnen nach hinten schiebt. Ja, ich muss sagen, ich habe das von jemandem gelernt, der in der Sterneküche arbeitet. Da gab es das nicht mit Sehnen nach hinten schieben. Aber die versuche ich jetzt noch mal wegzuziehen. Die liegen da ganz gut. Ja, wir gucken noch mal. Ne, hier. Seht ihr das? Das wäre geil, wenn ich die jetzt noch mal kriege hier. Ach komm. Ihr wollt sehen, wie es weitergeht. Dann mache ich jetzt mal die Grobmethode. Also für die, die nicht so filigran sind. Also Olli sagt, das Fleisch zurückschieben und dann die Sehnen ziehen. Ja, probieren wir mal. Tschüss, Sören, dir auch. Schönen Abend noch. Guck mal, wer das schon ist. Eine. Mein bester Kumpel hier. Schwanz wedelnd. Also die Methode mit dem nach ganz nach unten schieben geht, glaube ich, ganz gut. Ey, merke ich gerade. 3. Diese dicke noch, helfe ich schon hier. Oh, mein Akku ist geil. Hier musst du nochmal eine Ladung hängen. Hier ist Strom überall. Ich kann dich ja schlechter irgendwo hinstellen. Kann ich auch, okay. Nee, komme ich nicht dran. Aber hier ist... Ja, aber ich komme nicht dran wegen dem Dümpel hinten. Du hast so eine Powerbank, oder nicht? Ja, aber ich komme nicht an den Anschluss dran hinten. Du musst es in der Hand halten. Oder nimmst meinen. Wieso muss da mal nicht? Der liegt drinnen. So. Auch nochmal. Hier einen richtig langen. Also diese Sehnen, die gehen mir so auf den Senkel jedes Mal. Holzhammer Methode ist ja probieren mit. So. Und jetzt zeige ich euch gleich nochmal, aus was sich das Hähnchen. Ja, sieht das nicht wieder schön aus? Zusammensetzt.
Das werden wir gleich rubben. Und dann geht's so roundabout 45 Minuten. Müssen wir mal gucken. Also die Teile brauchen unterschiedlich, den auf dem Grill, aber das machen wir dann mal. So, wenn der Björn wieder da ist, gehen wir nochmal. Ah nee, Mensch, das Portofilo habe ich noch vergessen. Leute. So. Das Portofilo, das ist quasi der Oberschenkel vom Hähnchen. Und da lösen wir jetzt den Knochen aus. Und dann haben wir ja im Endeffekt den Oberschenkelknochen. Wir schneiden. Ich zeige das gleich nochmal an dem zweiten. Da. Hier an dem Knochen lang. Und drücken uns im Endeffekt mal das Fleisch hier vom Knochen runter. Mit der Rückseite vom Messer. So, dann kann man schon relativ frei liegen. So. Björn, weißt du, was ein Portofino ist? Nein. Ich will mal eine Lage. Portofino ist eigentlich das saftigste Stück vom Hähnchen. Das ist der Oberschenkel. Den entbeine ich gerade. Ja, doof. Sieht dann mal das Dienstladegerät nicht. Manchmal bin ich auch ein bisschen. Ach nee, das ist wieder der falsche Stecker hier. Das ist auch total geil. Jetzt kann so, den habe ich gleich raus hier. So, was haben wir denn? Ich war ja gerade nicht da. Ich muss ja mal Ladegerät organisieren. Wo waren wir denn zuletzt? Zack. Portofino Nummer 1. Ich glaube, der macht gerade das gleiche, aber der ist fast satt. Mhm. So, hier haben wir noch so überschüssige Haut. Sieht man das überhaupt? Haben wir noch Licht? Mach doch mal Licht an. Ja, ich mache ja auch mal eben. So lange wie ich hier am Fuchteln bin, wartet. So, Portofino Nummer 1. Und jetzt könnt ihr das nochmal in der Nähe sehen, weil das Portofino habe ich jetzt einfach mal gemacht. Ich muss mal eben nehmen. Jetzt habe ich eine eingestellt, jetzt sieht man das auch. Oberschenkelknochen? Quasi. Nee, du musst tiefer halten. So hier in dem Bereich. Dann sieht man es. Dann muss ich jetzt mal noch ein bisschen Platz schaffen. Ja. Ich baue das gleich nochmal alles auf, wie das aussieht. Also, kann man es jetzt sehen, wenn ich hier arbeite? Ja. Hervorragend. So, Oberschenkelknochen. Licht noch. Ein bisschen. Immer runterdrücken. Ja, ist doch gut. So, hier vorne ist mal so eine Sehne. Die kappen wir mal. So, dann seht ihr Leute, wie leicht. Hier noch ein bisschen Fleisch, muss das noch ein bisschen mitnehmen. So, hier haben wir im Endeffekt schon freigelegt. Den trenne ich jetzt nur noch mal von dem Rest. Nordic Prime Barbecue keiner. Die Frösche bleiben da, wo sie sind. Und dann müssen wir im Endeffekt hier noch das. Schneiden wir einmal den raus. Hier vorne ist noch ein Knorpel. Den nehme ich jetzt auch nochmal mit raus. Der war beim anderen jetzt schon beim anderen Teil mit dran. Ich jetzt großzügig. Zack. Ich habe gar nichts aktiviert für den Chat. An Jugendschutz. Wieso? Ja, weil die irgendwelche Sachen schreiben und es dauernd in die Prüfung geht gerade. So, jetzt zeige ich euch nochmal, was wir alles aus einem Kikok-Hähnchen für Teile haben. So, warte. Jetzt nehmen wir doch mal ein Stück zurück, dann sieht man das auch so.
sag gleich noch was dazu. Das Ganze hat jetzt knapp 30 Minuten gedauert. Ja, mit Erzählen, ne? Ja. Und ich sag mal, auch beengt arbeiten hier auf diesem kleinen Brettchen und sowas, ne? So, und die Auster. Kann man jetzt alles sehen? Ja. Also wir haben jetzt im Endeffekt, muss ich mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teile aus dem Hähnchen geschnitten. Und zwar fangen wir mal an. Drumsticks. Also quasi der Unterschenkel vom Hähnchen. Kann man schön auf den Grill so stellen. Polofino, entbeinter Oberschenkel. Das geilste Stück finde ich eigentlich vom Hähnchen. Weil das eigentlich so das saftigste und fettreichste ist. Ich kenne das bei uns als knochenloses Kotelett vom Hähnchen. Ja, also ich kenne es als... Verkauft unser Türke das. Ja, okay, ich kenne es als Polofino. Das ist geil, für mich das geilste. Ja. Habe ich auch schon gemacht. Rouladen daraus. Die Auster, das ist im Endeffekt leider die andere, die lohnt sich nicht aufzuheben. Aus der Karkasse, aus dem Rücken, ne, geschnitten. Das ist so eine Spezialität in Frankreich. Wie gesagt, die andere, die ist leider... Abhanden gekommen. Nicht so dolle, da lohnt es sich nicht mehr, die war halb so groß nur. Das Innenbrustfilet. Das mega Brustfilet. Ja, du musst die Sachen tiefer, aber also, ich gehe jetzt noch hoch. Ja. Das liegt ja normalerweise hier so an. Hatte ich ja schon Drumstick. Dann Chicken Wing. Lollipops. Und Lollipops. So, die werden wir jetzt rubben. Und dann werden wir, ich werde mir erstmal die Finger waschen, und dann werden wir die jetzt rubben. Und dann gehen die jetzt so zwischen 25 bis 45 Minuten auf den Grill, je nachdem, was für ein Stück Fleisch das ist. Ja. So, war das interessant. Soll ich noch mal ein Video drüber machen? Also, wie richtig zerlegt. So wie ich das jetzt verstanden habe, ja? Ne? Ja, dann mache ich es auch ein bisschen ordentlich, aber dann kann man ja schneiden mal zwischendurch. Ja, warte, ich schalte dich nochmal auf Kamera. So, bitte. Ja, meine Frage an euch, ob ich das mal so als Video bringen soll. Ich sage jetzt mal, mit den Sehnen, da habe ich mir jetzt nicht so viel Mühe gegeben. Das kann man natürlich in so einem richtigen Video mal richtig schön schneiden, dass das so die Leute nicht so merken. Aber ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, beim Björn mal zu gucken. Werde ich vielleicht mal bringen, so ein Video. Dann versuche ich natürlich auch, die zweite Auster zu kriegen. Aber wie gesagt, ich freue mich drauf. Das ist eine Top-Qualität. Ich zeige euch nochmal, wer nicht dabei war. Das ist Kikok. Ja. Weiß nicht, wie viele sind denn eigentlich online? 11. Ja, ne? Wer hat denn sowas schon mal gemacht oder kennt jemand das? Also Nordic Prime Barbecue fragt, wie verwendet ihr das Innenbrustfilet? Er findet die Sehne sehr nervig. Nö. Das werden wir auch genauso rubben. Und das geht dann mit auf den Grill. Hier raus werden wir gleich noch, das sind die Reste. Ihr seht von Karkasse, Sehne und Knochen, die ich ausgelöst habe. Top Wasser. Genau, das werden wir jetzt gleich auskochen. Kaltes Wasser. Ne, hier ist übrigens die Auster drin gewesen. Ja. Oben. Ne, das kann man so fühlen. Beim anderen hat es sich nicht mehr gelohnt, da ist ein bisschen Fleisch. Aber das geht alles mit in den Fond. Ja, die werden wir auch nochmal gleich ansetzen. Ansonsten, wenn man da keine Zeit für hat, schmeißt das Wort nicht weg, Leute. Einfrieren und dann mal machen, wenn ihr es braucht. Also Besseres gibt's nicht. Und wie haben wir das von Oma gelernt? Kaltes Wasser aufsetzen, das Zeug da rein und dann langsam warm werden lassen. Genau. Ne? Also was man auch mal machen kann, dass man hier und da noch mal ein bisschen Lauch und was weiß ich da. Wenn ihr einen Fond machen wollt, ihr kennt das ja auch mit Zwiebeln eventuell, dass man die schon mal mit dem ganzen, wenn man einen dunkleren haben will und einen helleren, aber das ist ja dann auch mal ein anderes Thema. So, ja, dann nehme ich nochmal mein Teller hier. Es wird jetzt ein bisschen wackelig, ich muss mal eben umbauen, weil ich muss mal eben den Akku anschließen, sonst haben wir gleich keinen Strom mehr. Moment. Ich könnte auch jetzt noch ein Video zeigen zwischendurch. Aber genau, wir sind, ich muss mal sagen, für mich ist auch wichtig, wirklich alles zu verwenden. Ne? Ihr kennt diese Nose to Tail. Das Tier ist jetzt hier gestorben, damit wir was zur Ernährung haben. Ja. Und da möchte ich natürlich jetzt auch, dass wir auch alles verwenden. Deswegen ist für mich gar keine Frage, ob wir ein Innenfilet essen wegen der Sehne oder nicht. Ne? Das ist für mich ganz klar. Ne? Und ja. Also man sollte das ganze Tier verwenden. Ja. Ja. Und wenn es euch gefallen hat, gebt beim Björn einen Daumen hoch.
geht mal bei mir auf den Kanal. Da sind wahrscheinlich hier schon alles. Ja. Ne? Also wer mich noch nicht abonniert hat und so weiter. Ne? Aber ich bringe mal demnächst bald mal ein Video davon. So, dann haben uns Björn und ich die Beilage lassen wir heute weg, denke ich. Ja. Ich wollte eigentlich noch ein Risotto baskischer Art machen. Das findet ihr demnächst mal im Video. Das mache ich mal, wenn ich mal Lust und Laune habe. Aber ich habe noch einen 3 Keycocks, das würde ich mal zusammen probieren. MIB schreibt wieder Video, Video. Video, genau, kommt alles. Ich muss auch sagen, bei mir ist noch das Problem, ich habe mal keinen Bock zu schneiden. Ich habe noch bestimmt 10 Stück auf der Platte. Heute noch mal 2 gedreht. Das Drehen und so finde ich ja immer geil. Aber das Schneiden, ey, nervt mich. Also ich bin ja der Griller als Videoschneider, aber naja, so Leute, und ansonsten kümmere ich mich jetzt mal rum, dass wir es rammen. Ja, und ich unterhalte Leute in der Zwischenzeit. Und wollen wir das noch zusammen grillen mit den Leuten? Wollt ihr noch sehen, wie wir es grillen, oder? Wir sind jetzt 1,5 Stunden online. Wir können es ja noch miteinander grillen, ne? Geiler Livestream, Jungs, das sollten wir mal reihum mal machen. Wenn wir uns also mal besuchen. Rum mache ich drinnen, dann nehme ich euch nicht mehr drin, das filmen wir nicht bei uns. Nee. Dann komme ich gleich wieder. Was mich nochmal, dann bringen wir noch einen Topf mit und dann kann man nebenbei nochmal die Karkasse auch drauf setzen. Genau. Links. So, ich habe jetzt, sieht ihr, gar, so viel Müll ist das gar nicht hier, ne? Zack. Ja, das ist alles. Wartet. Also, das ist jetzt alles am Müll. Und das ist sogar noch Papier. Also, ab in der Papiertonne fertig. Ja. So ist das. So nicht anders. Bin ja mal gespannt, wie der Gerrit das jetzt rappt. Ja. Dann hauen wir das gleich auf den schönen Gasi. Und dann gucken wir da mal weiter. Und sonst, ey, wie gesagt, ich habe gerade Dings, ich habe gerade das Telefon, den Chat woanders. Ich muss mal eben. Und dann sind wir auch schon wieder da. So, warum? Ja, da bin ich wieder. Jetzt gucken wir mal, was der Chat sagt. Video, Video. Danke. Ja. Hauptsache, wir haben noch was zu essen gleich. Wie viel haben wir? 20 vor 10. Ja. Wer muss ja morgen wieder arbeiten von euch? Oder habt ihr alle morgen Brückentag? Habt ihr gehört? Grill einstellen. Deckel auf. Mach ich mit. Ja. Ja. Kannst schon mal den Gasgrill auf und. Achso, was gehört, ne? Zack. Indirekt, ne? Ja. Einfach nur ein Brenner links Vollgas. Alles klar. Haben wir ja schon. Das war's schon. Zum Balking. In den Riegel. Reicht ein Brenner Vollgas. Scheinbar. Steht hier jetzt auf Vollgas? Ja, nicht so ganz, ne? Doch, ist auf Vollgas. Oh, mal gucken gleich, was er dazu sagt. Also, Thomas muss arbeiten. Sorry, war kurz weg. Als Mod darfst du fast alles. Wir haben das, glaube ich, bei Sascha mal getestet. Ich muss arbeiten, wie immer Homeoffice. Mir geht es nicht drum, ob nicht. Ob man das irgendwie ist oder nicht. Sondern wie es macht wegen der Sinnerin, die in der der Diskussion. Ja. Nein, nervt nicht. Passiert nicht. Alles gut. Nervt nicht die Frage. Müssen wir noch mal drauf warten. Also, wie gesagt, ich habe mit der Sehne kein Problem. Und solche Fragen nerven ja auch nicht. Kein Problem.
Also wie gesagt, ich habe das Innenbrustfilet auch noch nicht gemacht. Werden wir gleich mal gucken, wie Gerrit der sich darum kümmert. So lange bleiben wir jetzt noch dran. Aber die 2 Stunden machen wir jetzt noch voll. Das dürfte ja auch nicht so lange dauern, die Teile der, gerade die Filetstücke, Brustfilet und Innenfilet, gar zu kriegen. Ja. Aber sonst, ich muss sagen, war einfach mal wieder genial, zu Hause wegzukommen und immer wieder Freunde zu sehen. Brückentag muss aber im Garten graben und Rohre austauschen. Ja. Captain Kirk hat immer einen Brückentag. Captain Kirk hat immer einen Brückentag, ja. Ja, ich habe dieses Wochenende Gott sei Dank frei. Ich habe ja letztes Wochenende gearbeitet. Nach 6 Wochen das erste Mal wieder. Ich werde da auch noch mal eine Umfrage oben reinsetzen. Ob er ein Video davon Gerrit haben wollte oder nicht. Zum Zerlegen nochmal ein separates extra Video. Wenn das Video dann oder dieser Stream dann online ist. Hochladen. Ping. Wer will jetzt was von mir? Ja. Was? Facebook. Nachricht wurde zurückgezogen. Heinrich, warum ziehst du die Nachricht zurück? War doch jetzt nichts dran. Eine gebratene Ente? Ja. Können wir ihm gleich nochmal sagen, wenn er wieder da ist. Er ist immer noch am Würzen. Gebratene Ente. Orangenente. Oder Pekingente. Oh. Also gerade wird es wieder so ein bisschen lächerlich. Ich habe jetzt hier Gerrit sein Handy, wo ich euren Chat drin lese. Und da poppt gerade ein Pop-Up-Fenster auf, wo drin steht, DFL-Vorsitzender der Seifert mahnt an keine direkte Nähe bei Torjubel. Ja, können wir mir gleich mal mitteilen. Ente. Peking-Ente, Ente in Orangensoße oder wer hätte das gerne? Weg. Ich muss mich weiter weg. Ich habe auch noch das Kabel in der Tasche. Ich muss das Handy jetzt leider aus dem Gimbal nehmen, weil ich muss jetzt mal Ladekabel rausnehmen. Sonst hätte ich das Telefon nicht laden können. Jetzt kommt der Chef, jetzt kommt der große Meister wieder. Ja. So, der Gerrit hat jetzt erstmal gerappt. Ja, Olli, also die möchten alle gerne, dass du nochmal im Video eine Ente zerlegst. Eine Ente? Aber eine gebratene Ente. Zeig mal. So, da sind sie. Und Nordic Prime Barbecue möchte nochmal drauf eingehen, wie du das mit der Sehne im Innenbrustfilet machst. Kann man trennen. Man kann sie aufschneiden, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt für heute keinen Bock. Man kann sie auch auslösen. Ein Dreieckschnitt, ne? Das ist, ja genau, das ist. Ich will. Warte mal, haben wir noch hier. Ist ein
riesen Fummelkram. Und ich finde es einfach... Moment. Einfach nicht so schön. Der macht einfach auch Dinge ohne mich. Ja, hier, so. Man kann sie im Endeffekt rausschneiden. Ich finde sie gar nicht so störend. Muss ich wirklich sagen, wenn ich das so... Siehst du das hier? Nein, ich sehe es nicht, weil du die Hand davor hast. So, jetzt. So, einmal rausgenommen. Und dann an der Sehne. Jetzt nochmal drehen. Aber jetzt schneide ich mir nicht meinen ganzen Rub hier raus. Ne? Ups, das war ein bisschen tief. Das Licht ist auch schon nicht mehr so geil hier. Warte mal. Vorher einmal lang gehen. Und dann kann man sie sich einfach raus. Ja, immer. Aber ich finde, man zerfleddert einfach dann nochmal dieses Innenbrustfilet. Also ich esse es mit. Ja, der Gerrit ist das nicht gewohnt, dass man ihm die auf die Finger filmt. Das merkt man schon. Doch, bin ich. Aber ja, aber du hast immer die Hände davor. Ja. So, jetzt, aber wie gesagt. Ja. Ich finde es nicht so schön. Mich stört es nicht. Das ist Geschmackssache, ne? Ja. Wie gesagt, hier, optisch ist das nicht mehr so geil dann, finde ich. Ja, ist Geschmackssache. Ja. Ja. Okay. Das ist so genauso wie, pfeffer ich mein Steak, bevor ich es auf den Grill tue oder danach? Glaubensfrage. Wir testen das mal. Ich hab ja jetzt wir haben jetzt eins so und eins so. Ja. Und die sind ja schnell fertig. Ja. Also ihr habt jetzt gesagt, wir machen 2 Stunden voll und dann bis dahin sollten ja dann die Filets auch fertig sein. Ne? Die Filets sagen wir nur 2. Ja. Ich finde, dass die Innenbrustfilet ist echt ein geiles Stück. Okay, werde ich mal mit dem Auslösen testen. Danke. Beim Steak ist das Ganze einfacher. Ja, ja. Und seid mir nicht böse, dass ich mal ganz kurz aus dem Bild, ich will jetzt mal eine rauchen. Jo. Ist das mein Handy? Okay. Hier, bei mir. Ja, Olli, da musst du mal... Darf ich mal einmal ganz kurz vielleicht mal mein Handy mal haben? Beim Grill-Junkie anrufen. Mal fragen, was da gibt Sache ist. GMF. Wieso fällt aus? Ja, er hat bezahlt, aber er hat wohl noch keine Absage gekriegt und kein Geld. Also ich habe schon Geld zurück. Was sagt denn mein Akkulade? Stimmt ja nicht, ne? Ja. Langsam aber stetig. Ja, aber, was soll ich nicht sagen? Hauen wir die Filets gleich einmal drauf, oder die Innenbrustfilets, und dann gucken wir mal. Wir hauen alles drauf jetzt. Ja, genau. Den Topf müssen wir noch gleich. Mach ich auch gleich, ja. Mein Gimbal habe ich auch noch an. Der muss nachher raus, meine Steckdose. Ich habe heute schöne Spielereien mitgemacht. Ich habe Gerrit und Sven erstmal ein paar schöne Fotos von ihrem Garten gemacht. Also vielleicht kann ich nochmal erzählen, was wir jetzt gleich machen. Also was ich gemacht habe, ich habe die jetzt quasi mit Öl eingerieben. Und dann mit dem Rub, das habe ich ja einen fertigen Rub jetzt genommen, eingerubbt und wir werden die ungefähr, ja, eine halbe Stunde, wir gucken mal nach, aber die müssten dann so, also eigentlich passt das so, 150, 160 Grad, halbe Stunde und die Filets, die Brust, die packen wir dann nach 10 Minuten erst dazu. Ja gut, dann schaffen wir das nicht mehr. Ich habe jetzt gesagt, wir machen den Stream voll, da sind jetzt noch 15 Minuten. Also lad doch dein Handy einfach auf. Ja, lädt doch. Wieso schaffen wir das nicht mehr? Wir können auch weitermachen. Also wenn, wollen wir das Ergebnis auch zeigen. Ja. Wie mache ich denn das hier? Für uns beide, damit wir was zu essen haben. Mit Svenja. So, die Temperatur müssten wir jetzt haben. Ja. Also. Wir gehen mal rüber. Im Moment bin ich hier gerade wieder chatlos, weil der Gerrit hat gerade einfach seinen Chat ausgemacht. Moment. Ja, so. Aber... Was haben wir jetzt? Ich pump mal ein bisschen. So, geht gleich los. Ich habe jetzt einfach mal welche dazugeschaltet. Da sind wir relativ schnell gleich bei 150 Grad ungefähr. Kamera wieder. Ja.
Und ich schaff's nicht mehr, von meinen eigenen Sachen Fotos zu machen, ne? Warum nicht? Nee, weil ich hier... Ach, den Topf, das machen wir gleich, der kann gleich nebenbei. Ja, machen, eben. Ne? Ja, das kann man übrigens auch ganz geil im Dutch Oven oder sowas machen. Ne, diese... Bei niedrigster Temperatur, wenn ihr zum Beispiel einen habt ohne Füße, so auf einem Induktionsfeld oder so, wirklich hier Stufe 2, 3, wirklich nur köcheln. Die Karkasse. Ja, genau. Ja. Oder den ganzen Rest. Ja. Also alles drin, Sehnen, Knochen und so. Ich würde sagen, das passt. Nehmen wir ihn noch auf. Ziemlich dunkel hier schon, ne? Wir können auch noch mehr Licht anmachen. Ja. Ich habe noch mehr Licht. Mehr Licht. Oh, ja. Ja, hervorragend. So. Dann gucken wir mal. So, ich habe jetzt wieder ausgeschaltet hier. Die habe ich nur mal, um auf Temperatur zu kommen. Die haben wir jetzt auch. Direkte Zone, indirekte. Wir machen alles indirekt. So. Wie gesagt, die Brust, die kommt nachher dazu. Ich versuche das jetzt auch mal für euch extra so ein bisschen schick zu stellen. Das wird wahrscheinlich umkippen, aber egal. Ja. Also Anfänger wie ich nehmen dann diesen berühmten schwedischen Deckelhalter. Ja, den habe ich jetzt nicht. ist mir jetzt auch egal. Ja, ist ja auch Peng. So ein bisschen die größeren Sachen nach vorne, die kleineren nach hinten. Die Auster auch nicht vergessen. Die darf der Björn dann mal probieren. Oh, danke. So, und die Brust, die kommt dann in circa 10 Minuten noch einmal dazu. Mal auf die Auster gespannt. So, jetzt gucken wir mal die Temperatur. Müssen die immer zu hoch. Wir werden das auch komplett nur indirekt grillen. Da wird jetzt nichts... Also wie gesagt, wir haben den Brenner jetzt nur einen Brenner an auf der linken Seite. Nee, zwei hatten wir jetzt. Also gibt es einen zweiten. Ja. Und dann gucken wir mal. Ja, hier habe ich noch ein bisschen was für die Karkasse. So. Das ist jetzt der Rest zum Schützen fest. Wie gesagt, die Brust, die ist ja wesentlich fettärmer. Ja. Die geht auch schon da durch, deswegen warten wir da ein paar Minuten. Das Polofino ist halt das fetteste vom Hühnchen, finde ich auch das leckerste. Wings und so auch, deswegen die brauchen ein bisschen länger. Kann man auch geile Hühnchenremouladen drauf. Temperatur 75 Grad, ihr wisst ja so. Ja, Kerntemperatur und dann. Salmonellen, ja. So weiter. Wir haben den jetzt auf 150 Grad. Ja, soll ich das jetzt auf dem Gasi noch zeigen hier? Ja, können wir doch da machen. Ja, aber das braucht ein bisschen länger, der muss es nachher wieder umbauen. Ja. Das können wir auch in der Küche machen, ey. Ja. Ich mach das mal in der Küche. Also wie man so eine Karkasse, Moment, ich schaue mal eben wieder um. Wie man so eine Karkasse auskocht, das... Also wichtig ist nochmal beim Grillen, komplett indirekt, ne? Also wir grillen das jetzt überhaupt nicht direkt an oder sowas, gar nicht, komplett indirekt. Ich gucke nochmal kurz Temperatur, jetzt gehen wir langsam zu, jetzt schalte ich den nächsten Brenner aus. Ups. Und jetzt läuft nur noch der auf Vollgas. Das habe ich nur gemacht, um schneller auf Temperatur zu kommen. Wie gesagt, hier vorne liegt ja dann das Gargut. Ja. So. Und da müssen wir noch aufpassen, dass wir nicht zu hoch gehen, weil hängt ein bisschen mal von der Außentemperatur ab. Und der wahrscheinlich alleine sogar schon die 150 oder 160 alleine schafft. Aber wir warten mal ab. Das sollte ihn auch, ne? Ja. So, ja. Abwarten. Essen wir gleich, ne? Ja. Achso, Alexa. Moment. Alexa? 47, also sind noch 13 Minuten. Was hast du gesagt? 10 Minuten? Wie lange machst du es drauf? 2 Minuten? 3 Minuten. Minuten jetzt. 40 Minuten sind 2820. Nein. Alexa? Ruhe. Alexa? Hähnchenteig in 27. Alles, was ich darüber weiß. Alexa? Hähnchentimer in 28 Minuten. Hähnchentimer 28 Minuten ab jetzt. Alexa? Zweiten Timer. Du hast bereits einen Timer mit der Bezeichnung Hähnchen. Bitte stell Alexa aus. Alexa, Brusttimer. Für wie lange? 7 Minuten.
Brusttimer, 1 Minute, ab jetzt. Nein. 7 Minuten. Alexa, stelle den Brusttimer auf 7 Minuten. Du hast bereits einen Timer mit der Bezeichnung Brust. Alexa, bitte stelle eine. Lösche Brusttimer. Brusttimer wurde abgebrochen. Ja. Alexa, stelle Brusttimer auf 6 Minuten. Brusttimer, 6 Minuten, ab jetzt. Dankeschön. Manchmal ist Alexa zickig. Ja, tu ich sie halt. Was macht denn mein Chat? Ich sehe doch nichts. Siehst du nichts? Nein, ich sehe doch nichts. Ich sehe es nicht. Mach ich mal wieder an. Muss mich erstmal wieder. Jetzt fällt das Ding hier. Vom Gutschein hin jetzt auf einmal da weg. Das war vorhin auch gehalten. So. Stellen wir mal den Buttich hier. Ist das der Livestream hier? Ja, genau. Sollte ich sagen, ne? Aber auch ein bisschen. Ja, dann nehme ich einen. Oder mache einen Laptop wieder, dann sehe ich das auch. Ja, dann mache ich den Laptop an. Ja, ist einfacher. Ja, dann kann ich auch mal ins Handy gucken. Wäre auch mal ganz geil. Ja. Ja, wie gesagt, also das Programm, die App ist ganz toll, aber irgendwie funktioniert bei mir der Chat nicht. Bei mir ja. Ja. Ich guck weg. Ja, das ist nicht so wild, weil. So, wo waren wir denn? Heinung hat gesagt, das ist. Heinung ist auch da? Nein, er hat gesagt, im Feld. Ja, finde ich Inbrustschläger ein geiles Stück. Mal testen, ja. Andrea hat es mir per Messenger geschrieben, dass es ausfällt. Fällt mir gerade noch ein, schreibt Sascha. Thomas, der Schuster, hat ein schlechtes. Das heißt ja Svenja Hähnchentimer. Nein, das heißt nicht Svenja Hähnchentimer. Warum sollte das Svenja Hähnchentimer heißen? Gibt es bei uns auch Kockländer Butterhähnchen? Sagt mir nichts. Nordic Prime. In meinen Kursen dieses Jahr habe ich übrigens schwarzes Federhuhn von Gourmetfleisch. Finde ich auch richtig geil. Nee. Finde ich nicht. Doch. Nee. Doch. Ich ja. Ja, aber so sind die Geschmäcker. So sind die Geschmäcker. Gibt es hier fast überall, sind sehr saftig und echt grandios und so weiter. Ja. Gut, ja nicht. Also ich habe das auch noch nicht gehört. Kockländer Butterhähnchen. Tag, ihr zwei Hühnergriller. Ja, Tag, naja. Martins Barbecue. Ja, hast was verpasst, Martin. Ja. Jetzt wird nur noch gegrillt und gegessen. Der Gerrit hat gerade mal eben ein komplettes Kikok-Hähnchen zerlegt. In 7 Teile. In 2x7 Teile. In 2x7 Teile, ja. So, jetzt muss ich schon runterstellen, auf halb. Das haben wir gerade am Grill. Und dann werden wir gleich verköstigen. Also wenn. Martin, wenn ihr nochmal sehen wollt, nee, guckt euch nicht Björns Livestream nochmal an, guckt euch dann das Video an von mir. Nein, ihr dürft auch gerne meinen Livestream nochmal gucken. Der wird wahrscheinlich umbenannt Hähnchen zerlegen und auseinandergeschnitten oder so. Da ja, ab Minute so und so. Wer hat denn so ein Hähnchen mal so schon mal zerlegt? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Also sind sich auf jeden Fall alle einig gerade gewesen, dass du mal so, also das nicht mit dem Hähnchen machen sollst im Video, sondern mit einer Ente. Dann frage mal, kannst du selber fragen, die hören dich ja. Wer kann mir denn mal eine gute Quelle von guten Enten sagen? Oder wer kann mir mal eine Ente empfehlen? Weil Ente habe ich jetzt auch, ja, Brust und solche Sachen gemacht, aber noch nicht so viel gemacht, aber die zerlegen. Meint ihr jetzt eine Ente frisch zerlegen oder eine Ente quasi? Nee, nach dem Garen. Ja, das ist ja jetzt nicht so schwer. Das habe ich eigentlich. Heiligabend gibt es bei uns immer eine Gans, da mache ich das eigentlich immer. Aber wie gesagt, Heiligabend ist jetzt nicht so meine Videozeit, deswegen habe ich. Und einmal im Jahr gibt es eine Gans. Aber Übung also habe ich. Die Weide, wo die Gänse draufstehen, habe ich heute schon gesehen, da waren aber noch keine drauf. Nee, die kommen erst in den nächsten Wochen.
Und dann sind die quasi bis Martinsgänse, der erste Schwung ist dann weg. Das ist die halbe Wiese und dann der Rest von der Weihnachten. Wiese. Kurz vor Weihnachten dann, ja. Oh, Heino ist jetzt auch da. Heino, moin. Thomas, wenn mir mal einer sagt, wo ich eine coole Ente herkriege, also ich will da auch, leg da auch Wert auf Qualität und vor allen Dingen auch nachhaltige Aufzucht, dann kann mir jemand mal gerne sagen, wo. Dann würde ich mich darum kümmern und jetzt ist nicht unbedingt die Zeit für eine Ente, aber so im Herbst oder so könnte man da mal ran. Ja. Herbst oder Winter. Also jetzt, wenn, würde ich auch gerne was Frisches. Also Nordic Crime schreibt, zerlegen, ja, die Aussage, aber bisher nie, war mir völlig fremd. Ja, ist französisch. Und wie sagt ja, ich habe das auch noch nicht. Also das habe ich jetzt auch das erste Mal gesehen, dass es da, also ich kenne beim Fisch die Backen. Also die Bäckchen, was ein richtig geiles Zeug ist beim Fisch, auch so das Beste. Aber die Auswahl kannte ich jetzt auch noch nicht. Heino, kannst du mir bitte mal einen Link oder sowas schicken von Andreas Dreimann? Das sagt mir so nichts. Was natürlich auch total geil ist, ne? So eine Backe vom Fisch ist ja, auch. Ja. Heino, würdest du das mal machen? Kannst mir einfach dann, ja, per... Meine E-Mail-Adresse zum Beispiel findest du in meinem Kanal. Wenn du dann... Philipp. Dein Brusttimer ist zu Ende. Alexa, stopp. Da Björn ja sowieso großzügig mit der Minute war. Muss ich jetzt auch nicht gleich springen. Was, du hast 7 Minuten gesagt? Und ich habe noch... Ich habe 6 gesagt, ja. Da war aber schon eine Minute wieder um. 2CV. Also... Wie 2CV? Was ist 2CV? Nee, also da müsst ihr dann woanders gucken. Eine Ente vom Peugeot, die zu liegen nicht. Ach so. Das ist so eher mein Fall. Zeigen, Björn. Warte, ich komme nochmal wieder. Hier. Moment. Alle Brenner sind aus. Was? Alle Brenner sind aus? Ein Brenner ist noch an. Und der ist nur noch hier Moment, auf weniger als halbe Kraft. Und wir sind jetzt ein bisschen runter. Der steht auf ja, halber Kraft quasi. Nicht mehr. Ja. Und ja, wir sind bei 160. Ja, ich habe eben noch ein bisschen runtergedreht. Ne? Ganz bisschen. Da war eben halt jetzt noch ein bisschen. Jetzt gehen wir nochmal ran. So, jetzt kommen die Filets drauf. Genau, jetzt habe ich hier auch extra noch den Platz. Ja, die lege ich mal hier dazwischen. Der Vorteil ist, wenn ihr nicht die... Ja, ich habe Angst, dass die hier reinrutscht, die ich jetzt gelegt habe. Machen wir so. Der Vorteil ist, dass so auch gar nichts anbrennt. Manche kennen das ja, wenn sie irgendwie einen Hühnerbrust draufhauen und da klebt gleich alles dran. Diese Thematik werden wir heute hier nicht haben. Ich gehe jetzt einmal abwaschen hier. Jo. Und dann nehmen wir die gleiche von dem Essen, ne? Jo. Ach so. Nutzer Alexa löschen. warum hält das jetzt hier nicht? So wie soll. Warte mal. Geht auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich war gerade Karussell, Entschuldigung. Ich muss mal eben das Handy so positionieren, dass es stehen bleibt. So. Ich habe gewonnen. Cindy hat verloren. Brusttimer, Oliver, was sagst du dazu? Geht gar nicht. Habe ich dir über den Messenger geschickt. Ja, werde ich ihn wieder gleich sehen. Nutzer Alexa gelöscht. Ja, schon schönes Spielzeug so mit Alexa. Ne, Alexa? Aber sie reagiert nicht, weil ich habe das Zauberwort nicht zuerst genannt. Alexa? Erzähl mir einen Witz. Treffen sich zwei Yetis, sagt der eine. Stell dir vor, ich habe Reinhold Messner gesehen. Sagt der andere, was? Den gibt es wirklich? Ja. Den gibt es wirklich. Oh, ich freue mich da richtig drauf. Das riecht ja schon richtig gut. Alle am Arbeiten hier. Nur ich nicht, ich sitze hier rum.
Alexa, was ist 0 geteilt durch 0? Das Teilen durch 0 ist nicht möglich. Wenn beispielsweise 1 durch 0 geteilt werden soll, müsste es ein Äquivalent geben, bei dem 1 als Ergebnis durch die Multiplikation mit 0 entsteht. Multipliziert man eine Zahl jedoch mit 0, ist das Ergebnis immer 0. Entsprechend ist es Alexa, nicht stopp. Möglich. Durch Danke. Ja, also ich habe kein Siri. Ich habe Android. Und Google kann ich gerade nicht fragen, weil ich im Livestream bin. Übers Handy. Kann ich also nicht jetzt testen. Was geritten? Tatsächlich. Geritten, schreibt er. Ja, nee, also das ist ja. Ja, Martino, werde ich ihm gleich nochmal sagen. Weil Gerrit ist gerade drin und am Abwaschen. Aber wie kommst du da drauf, dass das ein Hühnchen war und kein Hähnchen? Dann kommt das Krümmelmonster. Ach so, bei wem? Bei Siri? Ist die Frau wegen eigentlich hier? Wegen der Brust. Aha, ja genau. Okay. Ich weiß nicht, wo Pepe gerade ist, auf jeden Fall nicht auf dem Grill, Sascha. Nicht auf dem Grill. Nein, Pepe zerlegen wir auch nicht. Kein Problem, denn es ist. Ich glaube, wenn hier einer anfangen würde, Pepe zu zerlegen, dann macht die Hausherrin uns den Kopf kürzer. Oder denjenigen, der versucht, Pepe zu zerlegen. Also das ist ja. Kurze Info nochmal mit der Karkasse vielleicht, wen es interessiert. Die Karkasse habe ich jetzt nochmal so in 3 Stücke gerissen oder gebrochen. Und ich mache euch einfach mal ein Foto, wie es jetzt aussieht. Ja, genau, das kannst du mir dann schicken und dann. Ja. Ja, ein Video geht auch, ne? Ja, geht auch. Ja. Ja, wieso? Ich werde Pepe nicht zerlegen. Ja. Ich bin Pepe-Freund, ich brauche den nicht zerlegen. Jetzt steht der Gerrit in der Küche und nimmt das Video für euch auf. Das schicke ich euch, das schicke ich euch dann gleich über den Bildschirm, sobald ich es habe. Ja, Pepe ist cool. Aber Pepe liegt bestimmt in seinem Körbchen oder auf der Couch auf seinem Kissen und hat alle Viere von sich gestreckt gerade. Der war vorhin mit Frauchen nochmal draußen. Hat den dicken Tomahawk-Knochen gekriegt, den einen. Und ist glücklich. Und platt jetzt. Ja, ich schnarche auch gleich. Ich bin auch irgendwie müde. War dann doch gestern etwas länger. Thomas, im Chat kannst du kein Bild posten.
Ja, ich habe die schon gesehen bei grillrost.com auf der Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Heinrich, dir auch. Schlaf gut. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, das glaube ich, aber erstens mal würde ich mir keinen 47er Kugelgrill kaufen, der wäre mir zu klein. Und dazu eine Feuerplatte. Also ich habe ja zu Hause die Meta-Feuerplatte, die ist sicherlich für zwei Personen top, glaube ich. Aber die wäre mir dann, mir persönlich, zu klein. Weil wie hat der Klaus schon immer gesagt, haben ist besser als brauchen. Ist ja im Leben überall so. Ja, eben, geht auf den Spaten, geht auf den Spaten auch. Ja, ne, super. Servus in die Oberpfalz, Andreas. Hast was verpasst? Der Gerrit hat gerade mal eben so einen Kickock zerlegt. Das liegt jetzt auf dem Grill. Noch so circa 7 Minuten oder so. Mal 10 Minuten. Machen wir jetzt mal. Komm, ich zeige euch das hier. Für die Leute, die da neu beigekommen sind. Schalten wir mal um. So. Also wir haben jetzt hier konstante 150 Grad. Jetzt. Ne? Das sieht doch richtig gut aus. Was wird denn hier gemacht? Nix. Wir gucken mal, wir zeigen den Neuen mal, was wir gemacht haben. Vom Gerrit zerlegt, höchstpersönlich. Hast du mir das Video jetzt geschickt? Ja. Ich habe noch nichts gekriegt. Aber ich gucke nochmal. Oder ist es noch am Laden? Ja, schau dir die Wiederholung an, genau. Doch, habe ich dir geschickt. Ja, ich guck mal eben. Ja, so, jetzt gehe ich mal eben rüber, ziehe das rein hier. Das sollte eigentlich funktionieren. Da ist es. Zack. Und dann. Da ist es. So. Das Karkassenvideo einmal vergrößern. Oh, diese Knöpfe hier, ne? Warum will das jetzt nicht? Ja, Leute, ich habe jetzt hier ja, so ein Bräter oder Topf genommen. Das ist ein Wursttopf. Ja, nee, ist ja nicht größer. Den habe ich mit kaltem Wasser gefüllt. Ich habe vorher leider so geben. Karkasse noch ein bisschen klein gemacht, damit ich auch nicht ganz so viel Wasser brauche. Kommt gleich noch ein Deckel drauf, den stellen wir mal so ein bisschen auf schräg. Ich habe jetzt erstmal auf 4 gestellt, das Wasser ist kalt. Und dann kann das Ganze mal so für 2-3 Stunden mal köcheln. Ja. Und dann wird sich irgendwann der ganze Knochen lösen. Und dann, wenn wir das filtern, dann haben wir eine richtig schöne, ich wollte gerade sagen Gänsefond, nee, dann haben wir einen richtig schönen Hühnchenfond, Flügelfond, ja. So, das war der Beitrag zum Resteverwerten von Gerrit. Ja, MIB, gut's Nächtle und schlaf gut.
Langsam wird es aber frisch wieder raus. Quack, quack, quack. Die geben auch nicht auf. Den ganzen Tag. Da machen die zwischendurch mal Frühstückspause, Mittagspause, gewerkschaftlich vorgeschriebene Kaffeepause und dann geht's wieder los. Ehrlich. Mal mit dem Kescher durchgehen und einsammeln. Ey, dummer, jetzt haben wir nur noch 80 Grad, die gehen auch wieder hoch, nachdem ich den Deckel offen gemacht habe. Wieder zugemacht habe. Ja, und Andreas, genau, guck dir die Wiederholung an. Irgendwie ab Minute 50 oder so machen wir dann die Zerlegung. Oder der Gerrit macht. Weil wir brauchen ja noch so einen Abendschmankel, um den Tag ausklingen zu lassen. Gerrit sein erstes Live-Grill, das macht er bei mir am Kanal. Danke, Gerrit. Wenn du das siehst, Dankeschön. Uwe, sei gegrüßt. Decke, ich hab die da gestern nicht hingehängt. Und? Ist gut. Und? Ja, mit. Oder meinst du nicht mit? Ja, ne, ist alles gut. Jetzt lieber. Küchenpapier. Küchenkrepp. Gut. Das gute Brett sauber machen. Das gute von Schneidholz. Ja. So. Dann wir hier gleich mal alles verköstigen, denke ich, ne? Dann haben wir aber die Svenja auch dazu, ne? Ja, in 4 Minuten sollte das eigentlich. Ja, hast du die ersten Teile draufgelegt? Ja, 30 Minuten ist so das Minimum. Ja. Da gucken wir mal. Jetzt hat der Björn ja auch wahrscheinlich dreimal den Deckel gehoben. Nein, nur einmal. Und ich bin gleich erwischt worden. Von wem? Von dir. Das ist wie zu Hause, wenn ich in den Töpfe gucke. Weißt du, die ganze Zeit springt keiner in der Küche rum und sobald der Björn in die Küche geht und den Topf lupft, den Deckel lupft, stehen sie alle hinter dir. Björn, deine E-Mail-Adresse aus der Kanalinfo, will nicht. Sollst du mal aktualisieren? Meine? Ja, muss ich da mal gucken. Grillcoach-. Nein, meine. Sollte ich da mal tun, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist. Muss ich da mal gucken. Meine Feuerplatte habe ich in Holland selber lasern lassen. 1 Meter Durchmesser und 8 mm. Ja, Maße sind dieselbe, aber ich habe kein V4A. Ja, wir sitzen ja auch quasi unter so einem Vordach. Aber wir sind nicht beim Junkie. Und dir fehlt das Fell auf der Bank. Und die schweren Bänke. Ja. Also der Sascha schreibt gerade... Welcher? Wurzel? Nee, Kolb. Sieht genauso gemütlich aus wie beim Junkie auf der Bank vorm Haus. Nur, dass das Haus verputzt ist. Ja, in Bayern sind die Häuser halt verputzt, ne? In Niedersachsen sind die alle geklinkert in der Regel. Ah. Ach, die Decke, die uns drin habe ich schon wieder. Zack. Übrigens, wollt ihr mal unsere Beilage sehen? Ja. Von dem Tomahawk. Ja. Was war der Rest? Toastbrot. Das Sandwich-Toast. Tomahawk übrigens, doppelt Tomahawk zu sehen, demnächst bei Gerrit auf dem Kanal. Das ist der Fledermäuse hier.
Ja. Ja. Wir sind immer noch live. Immer noch live? Ja, dein Mann wollte jetzt unbedingt das Ergebnis auch noch zeigen. Mein Ernst, wie lange seid ihr denn schon live? Zwei Stunden 16. Wie viele sind da noch online? Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich sehe das gerade nicht. Ach so. Ich habe nur noch den Chat an. Lebt ihr noch? Ja, sicher. Seid ihr noch da? Guck mal, ich habe sogar noch die Decke für dich da gelassen. Alles aber sehr nett, mein Schatz. Oh. Setz dich mal zum Björn dazu. Warte mal. Ich habe noch zwei Buchstaben. Guck mal, wenn die Sven erfriert, dann kann sie auch die Decke in mir so warm. Ich friere immer. So, und ich rauche jetzt einen und ich ziehe mir mal mein Wasser. Ja. 14. 14 Leute online? Ja. Thomas sagt 15. Was denn jetzt? Also mal ohne Scheiß, Leute. Hammer. Ich trinke Wasser den ganzen Tag. Das ist deins, ne? Ja. Ich habe noch keinen Schluck Alkohol. Und ohne Scheiß, Leute, ich trinke kein Wasser. Du trinkst Cola. Denn sie den Alkohol schmeckt, denn sie den Alkohol schmeckt, denn sie den Alkohol, Alkohol schmeckt. Werbung! Ja. Ich lehne Cola ab. Ja, wir trinken keine Cola. Bei uns gibt es keine Coca-Cola und sowas. Die Geräten sind irgendwie so blöd. Aber das hier drin verdreht sich hier immer, das ist alles Käse. Mann! Also in solchen Zeiten, da schütze ich sowieso erstmal lieber generell deutsche Unternehmen wie Sinaico aus Duisburg, ja, als amerikanische Großkonzerne. Ja, bei dem, darf man ja so nicht so sagen, aber bei dem komischen Präsidenten da. Und Präsidenten so. Da. Aber ist nicht nur Idealismus, ich mag die auch lieber, es kommt mit dazu. Wo ist denn der Aschenbecher? Das hier hinter. Und der andere ist. So, macht ihr das eigentlich auch immer, wenn ihr eine Karkasse habt, dass ihr die dann auskocht? Ich kann da mal mit dem Live-Chat noch gleich mal aus. Das ist doch der Live-Chat hier. Ja, das ist so weit weg von. Dein Hähnchen-Timer ist zu Ende. Alexa, leid aus. Sorry, ich rauche aber erstmal. Alexa, aus. Jetzt hast du aber gleich Lack gekriegt hier. Ja. Es kommt jetzt hier auf 2 Minuten nicht drauf an. Habe ich meinen Hoodie eigentlich hier oben? Ne, den habe ich unten, ne? Ist der nicht in der Nähmaschine? Ne, der Hoodie ist nicht in der Nähmaschine. Wer ist denn noch alles da? Oder wer war denn dabei, wo ich vorhin das Hähnchen zerlegt habe? Hab ich... Tobi aus dem Odenwald, ich grüße dich. Hey Tobi! Hi Tobi! Danke für deinen lieben Kommentar unter meinem Video. Thomas, nichts wird verschenkt. Ne? Weil ohne Scheiß so ein Geflügelfond, wenn die richtig gut sind, da legst du 4 Euro für so ein Glas hin. Und da aus dieser Karkasse kriegst du bestimmt 3 Stück oder so. Ja. Das ist mehr wert, als das Hähnchen gekostet hat. Ne? Ja, das T-Shirt ist von Rammstein, richtig. Jetzt müsste ich eigentlich mal einen Einsteckthermometer holen, aber ich bin so faul gerade. Wo ist das denn? Im Keller. Findest du nicht? Ja, eben. Ich müsste auch in den Keller. Mein Hoodie holen. Ich kann jetzt nicht beide abhauen hier. Ich will jetzt heute nicht mehr vor die Kamera. Du warst doch gerade schon vor der ja, Kamera. Ja, ganz kurz. Ich muss noch weitermachen. So ein Eck, ne? Wie? Noch nicht fertig? Was schnüffelst du denn da mir rum? Stinkig? Nein. Was ist denn da, Björn? Jan hier. Ja. Micha, bist du gerade im Live-Chat oder was? Ja, sicher, im Hintergrund. Björn hat mein Handy da. Du liest den Live-Chat auf meinem Handy. Ja, wie weit bist du mit deinem Arcade-Automaten? Kannst dich ruhig zeigen. Geh da mal losholen, das Einsteckthermometer holen. Ja, geh los. Da ist er doch. Bei 5 Minuten da. Sei gegrüßt. Dann hast du ja gerade richtig was verpasst hier. Der Gerrit hat gerade einen Kickock zerlegt. Das haben wir gerade auf dem Walking. Ja, ich zeig das. Jetzt darf ich es zeigen. Jetzt darf es zeigen. Jetzt darf ich es zeigen. Gerade habe ich einen Anschluss gekriegt, weil ich den Deckel hochgemacht habe. Wegen?
Da. Gigok zerlegt. Ich freue mich schon auf die Auster. So, machen wir dazu. Er wollte eh messen. Nochmal um. Oh, da fehlt aber noch ein bisschen. Ja. Da sehe ich auch schon so. Die Haut ist auch noch nicht. Da fehlt noch einiges. So, da haben wir noch 10 Minuten. Fehlt noch was. Ja, das ist alles für die Wokstange. Ja. Steht da wieder rein. Strom wieder drauf. Oh, ich hasse es. Ja. Ein bisschen rum. Ja. Was sagt denn Micha? Es ist ja schon ganz gelb. Schreibt Micha. Was ist gelb? Das Hähnchen. Ist ja schon ganz gelb. Vielleicht kann ich noch mal erzählen. Ich war ja gestern, war jemand gestern von euch bei mir im Livestream mit drinne? Tut mir leid, dass ich frage, aber ich war... Kann ich jetzt runtergehen und mal Bungi holen? Ja, dann leide ich auch mal. Warte mal. Ja, Vorsicht, rutscht durch die Gegend. War eigentlich gestern jemand in meinem Livestream mit drin von euch? Ja, Thomas, 75 Grad peile ich ungefähr an. Franz war da. Ja, ich hatte ja gestern gesagt, bei 750 Abonnenten werde ich dann die Verlosung mal in Angriff nehmen. Ich weiß nicht, wer das alles mitbekommen hat. Mittlerweile habe ich... kam noch einiges nochmal dazu gestern oder heute. Aktuell bin ich jetzt bei 761, also... Ich glaube so 16, 17 sind nochmal heute gekommen. Das ist schon mal ganz nett. Ja, also schneller als ich dachte. Ich hatte eigentlich gedacht, das mache ich erst in ein, zwei Wochen. Aber jetzt muss ich mal gucken. Demnächst kommt dann mal ein Video. Da gehe ich auch live dann mit einer Ankündigung. Und ja, dann mache ich eine Verlosung wieder mit der Svenja. Möchte mich auch noch bei allen bedanken. Wobei ich auch von denke, die jetzt auch bei Björn sind. Die sind bestimmt auch alle Abonnenten da schon bei mir. Hoffe ich jedenfalls. Wenn nicht, abonnieren. Ein bisschen Werbung habe ich ja gemacht heute für mich bei Björn auf dem Kanal. Ja. Ich scroll mal kurz so durch, weil hier. Ich habe jetzt die ganze Zeit nichts mitgekriegt. Ja, selbst im Livestream kamen noch neue Abonnenten gestern. Das fand ich schon ganz cool. Weil ich mir noch nicht mal Werbung für den Livestream gemacht habe. Da weiß ich gar nicht, wo die herkamen oder so. Das finde ich schon nett. Ja, und jetzt werden wir auch euch gleich schön ein Voressen. Ne? Dann erzählen wir nochmal, wie die einzelnen Teilstücke, also es sind jetzt 7 Teilstücke, für die, die jetzt neu dazugekommen sind. Ich habe das Kikok quasi zerlegt, einmal in die Brust, in das Brustfilet, in ein Wing, in Lollipop, in Drumstick, in Polofino und in eine Auster. Eigentlich gibt es 2 Austern, aber die eine, die habe ich nicht so gut, die war so klein, die habe ich dann drin gelassen. Ja, und die Karkasse, die ist gerade drin bei mir, da habt ihr das Video eben gesehen, da mache ich jetzt einen Fond nebenbei von. Das kann jetzt erstmal 3-4 Stunden köcheln. Ja. Ne, und wenn ihr noch nicht Björn abonniert habt, was ich nicht glaube, abonniert Björn. Abonniert am besten gleich alle, die ihr kennt. Ja. Heino, bist du noch da wegen der Ente oder so? Hast du mir da was geschickt oder? Ich weiß es nicht. Ich habe aber noch nicht geguckt. Dann würde ich mal, also man kann natürlich auch eine Ente genauso zerlegen, wie ich jetzt das Hähnchen zerlegt habe. Dann spart man sich natürlich nachher die Zerlegung. Aber ich finde es auch geil, so ein Hähnchen logischerweise auf dem Drehspieß oder sowas zu machen. Ich mache meine Weihnachtsgans auch mal auf dem Drehspieß und dann die Weihnachtsgans wird dann quasi
auch am Tisch zerlegt. Ne? Da kriegt dann jeder, also die meisten, also ich stehe ja voll auf Keule, deswegen finde ich das Polofino auch am geilsten. Ist also der, das Polofino ist im Endeffekt der Oberschenkel vom Hühnchen, ist das fetteste und finde ich auch das leckerste von dem Ganzen. Und das ist eigentlich bei jedem Geflügel, mir jedenfalls so, dass ich so kenne. Also für die Leute, die da gerade gefragt haben, Pepe ist da und schläft. Er ist nicht auf dem Grill. Nee. Pepe wird aber gleich kommen, wenn wir gleich essen. Da könnt ihr von ausgehen. Ja. Er wird auch sicherlich ein oder andere Stückchen mal probieren dürfen. Das ist. Andi, danke. Aber die Auster, diese kleine Auster, die werden wir uns mal. Ich weiß, wie sie ist. Die werde ich mal teilen, dass Svenja und Björn mal beide mal probieren dürfen. Das ist halt quasi die französische Spezialität von Hühnchen. Kannte ich aber bis vor 3 Jahren auch noch nicht. Ja, und dieses Hähnchen, das ist eigentlich ein Rezept, was ich auch in meinem Grillkurs mache. Da wird das dann mit 3 verschiedenen Rubs gemacht. Und dann gibt es noch als Beilage, habe ich jetzt, was habe ich noch mal sag ich vergessen, irgendeine Beilage dazu. Und dann haben wir halt auch mit den Leuten einfach mal Hähnchen zerlegt geübt. Also ich habe meistens immer 15 Leute in den Kursen. Ich mache das und dann machen das 2 quasi mit. Die anderen können dann so lange gucken. Das sind dann auch immer schon eine halbe, dreiviertel Stunde in Anspruch, muss ich sagen. Also ich habe mir selber schon, ne? Ja, eine halbe Stunde. Ja, aber auch mit viel erzählen, ja, und sowas, genau. Und zeigen und sowas. Das mache ich natürlich da ein bisschen schneller, weil die Leute sind ja direkt vor Ort. Aber dafür musst du natürlich mal ein bisschen gucken, dass die Leute auch mitkommen und ja, sowas, ne? Also wie gesagt, dass es da noch irgendwie was gibt, was ich außer nenne, wüsste ich auch noch nicht. Das ist eigentlich der Rückenmuskel, wahrscheinlich vom Flügel, von der Lage. Der den Flügel quasi. So, mal gucken. Den brauche ich mal wieder mit. So. Hier fehlt immer noch. Aber hier, das sieht das schon an zu glänzen. Ich drehe ihn jetzt mal ein bisschen höher. Wie wir mal fertig werden hier. Genau, und machen die jetzt mal voll das. Und aber die Haut, das habe ich eben schon gemerkt, die wird schon krustiger. Wir wollen mal irgendwann fertig werden. Ein paar Grad fehlen noch. Ja. Hier ist alles live, hier wird nichts geschnitten. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Oder wie war das? Ah, ich denke mal 5-7. Und dann werden wir es gemeinsam essen. Dann schneide ich das gleich mal aufs Brett schon bereitgestellt. Da vorne, jetzt ist Björn raus. Ich komme dann trotz Corona ein bisschen näher. Meter 50, guck mal hier, der Zollstock hier zwischen uns. Und dann werden wir mal sagen, wie es schmeckt, ne? Die einzelnen Teilstücke und wie die Unterschiede sind, können wir mal zeigen. Ja. Wen es nochmal interessiert, ich meine, viele wissen das. Aber ich finde, da sind schon exorbitante Unterschiede zwischen den einzelnen Teilstücken. Ne? Und das ist halt auch der Sinn von dem Kurs, um das mal zu sehen oder zu zeigen und zu probieren, wie halt die Unterschiede sind. Ne? Das, wie gesagt, Polofino. Kennst du unter, wie hieß das nochmal? Hähnchen-Kotelett. Kann man sich angucken bei Grill-Junkie Deutschland-Tour, Teil 3. Muss doch mal drunter reingucken. Da habe ich es mit dem Grill-Junkie gemacht. Das ist bei euch beim Türken zu kaufen. Ja, einmal ausgelöst und einmal mit Knochen. Und was hast du da als Beilage noch irgendwas gemacht? Ja, das fällt mir das Wort nicht ein. Ich weiß, was Fisch? Fisch? Nein, kein Fisch. Komm jetzt nicht drauf. Ich hab's auf die Zunge liegen, aber. Couscous. Ja, Couscous, ja. Couscous habe ich auch erst überlegt, und zwar ein rote Beete-Couscous oder sowas. Ja. Das schmeckt eigentlich jetzt nicht wirklich nach rote Beete, aber sieht halt geil von der Färbung aus. Und so. Ja, wir haben traditionellen Couscous gemacht. Ne, Bulgur, Entschuldigung. Bulgur? Bulgur. Nicht Couscous, Bulgur. Deutsches Wasser. Deutsche Cola. Aber war doch schon ein schönes Wochenende, ne? Mhm.
Morgen werden wir noch gemeinsam frühstücken. Danach dem Frühstück macht Björn sich dann langsam wieder in den Pott auf. Ja. Und bevor wir frühstücken, werde ich schon eine Stunde arbeiten. Dann werden wir gemeinsam frühstücken. Die Svenja muss erst morgen Mittag los. Ja, und nach dem Frühstück verabschieden wir ich dann Björn und dann arbeite ich bis morgen Abend noch. Ja, ich muss morgen nochmal die ganzen Fahne Filter hochhalten. Ersetzen, die morgen frei haben. Ja, genau. Ja. Ja, den Genuss gekommen, Rammstein live zu sehen oder persönlich zu treffen, bin ich noch nicht, Martino. Leute noch live, ne? Alle sehen, wie wir gleich essen. Habt ihr denn alle schon gegessen? Nicht, dass wir jetzt hier jemanden richtig hungrig machen. Ja, das wollen wir nicht. Hat Akku aufgezogen? Nee, das ist, wenn man... Achso. Der hat Augenerkennung. Ah. Also mein Laptop geht immer dunkel, wenn man nicht raufguckt. Sparversion. Der Thomas Radetzky kennt die bestimmt, die Geräte. Alienware, richtig geile Teile. So ein Alienware-Laptop. Das ist mein Videoschneide-Laptop. Also wenn der Björn da jetzt Cola drüber schüttelt, dann gehe ich ihn an den Hals. Ich habe eine Haftpflichtversicherung. Gut. Das ist mein MSI. Ne, ich will so ein 17 Zoll. Also das ist jetzt nicht unbedingt mobil, das ist auch ganz schön schwer. Ja. Das ist echt krass, ich weiß schon, wie laut die sind. Ist egal. Ja. Also Sascha, Alexa, beame Sascha Kolb pünktlich zum Essen. Da bin ich mir leider nicht sicher. Ja, funktioniert noch nicht. Moment, ich frage nochmal. Alexa, beame Sascha Kolb zum Essen hierher. Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. Tja, das muss Google noch programmieren. Das tut mir leid, Sascha. Aber Sascha, wir müssen uns auch mal wieder treffen. Das letzte Mal haben wir uns, glaube ich, beim Lunser gesehen. Das ist schon echt lange her. Ja, aber Sascha hat sein Wohnmobil gerade in der Werkstatt. Er kriegt den Turbo überarbeitet. Ah. Er ist gerade nicht so mobil, so wie ich das vorhin mitgekriegt habe. Ja. Ich könnte ja jetzt für Björn fies sein. Ich lasse jetzt irgendwie einen Song anspielen hier auf Alexa. Ist das Video gleich. Und dass Björn auch innerhalb von 10 Sekunden Alexa Stopp sein kann. Ja, ja. Franz kriegt auch schon wieder gleich Hunger, wenn wir essen. Boah. Ja. Kann sein. Könnte passieren. Also, ihr könnt drauf wetten. Wenn das Essen gleich kommt, ist Pepe auch hier. Also wie gesagt, der liegt nicht auf dem Grill. Nee. So wie das hier schon gemutmaßt wurde, weil man ihn länger nicht gesehen hat. Namen aus Unna. Ja, Namen zurück. Ja. Unna, die Nachbar, die Stadt von Thorsten, von Beef and Meat quasi. Ja. Nachbarstadt Stadt. Von mir. Ja. Von euch, von dir die Nachbarstadt? Ja, Unna ist Nachbarstadt von Dortmund. Wir teilen uns einen Flughafen. Ah, welchen denn? Dortmund? Ja. Ich bin von Dortmund schon mal geflogen. Paderborn. Und zwar nach Manchester. Ja. Zum Fußball gucken mal. Da hat der HSV in Manchester gewonnen gegen, oder ist weitergekommen gegen Manchester City. Oh, lang, lang ist her. Oh ja. 10 Jahre. Und da wurden wir noch gejagt von so einem Hools. Da haben wir uns noch in so einem Einkaufszentrum versteckt vor so einer Truppe. Also. Mann, Mann, Mann. Das waren Zeiten. War 15 Jahre her. Oder 10 oder so, keine Ahnung. Gebürtig aus Dortmund-Ewing. Ja, Nordstadt. Kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ich schon. Ich bin zwar nicht gebürtig aus Dortmund, aber trotzdem kenne ich mich da aus. Was sagt so der Geruch? Ach, jetzt noch einmal. Aber mal kurz. Sollen wir da nochmal mitgehen? Wir gehen nochmal mit. Heute ja, wir gucken, umso länger dauert es. Ja, du guckst doch immer da rein. Also meinst du, die Temperatur wird jetzt weniger, weil ich eine Kamera in der Hand habe, oder wie? Oh, warte, ich muss auf die andere Seite. 67, 68, 69. Also 70 Grad. Ja,
drauf. Wir können mal eins machen. Wir werden noch mal ein ganz bisschen was mal machen. Den zweiten Brenner freiräumen. Also meinst du nicht, dass die Auster ist durch? Können wir mal gucken. Ja, aber das ist okay. Die Nö. Das gibt's ja nicht. Das kommt alles, ist indirekt. Ja. So, jetzt wollen wir die noch mal ein bisschen hochziehen. Dann wollen wir noch ein bisschen komplett indirekt noch ein bisschen die krosse Haut. So. Die krosse Haut, sagt er. Die muss ich ja teilen. Also, letztes Mal habe ich das auf dem Keramikgrill gemacht, muss ich sagen. Da ist halt auch mal die Frage mit der Temperatur oben und unten und so. Ja. Also ich peile immer so um die 160 an und dann kann, ob das 170 sind, 180 oder 150, das ist immer eine Frage. Bei den Kursen ist es auch mal ganz gut, je nach Temperatur, wenn die Beilagen noch nicht so weit sind und so weiter, kannst du das natürlich schön bei der Temperatur mal in die Länge ziehen oder auch mal beschleunigen und sowas. Und das musst du da halt auch, damit natürlich die Gänge zusammenpassen. Ne? Und, ja. Wie gesagt, letztes Mal auf Keramik war ja mega Hammer. Auf dem Gasgrill, auf diesem Gasgrill habe ich das noch nicht gemacht. Bin ich ehrlich. Weil da habe ich höchstens die Hähnchen auf der Roti gemacht. Und die sind auch immer richtig geil. Ja, mit dem Big Burner hinten drin. Ja, das ist schon geil. Und der Big Burner vom Breuking ist ja nicht dieser Kettburner, sondern richtig Feuer-Big Burner. Ja. Der hat ja eine richtige Flamme, wie die in einem Brenner auch und sowas. Das ist schon eine geile Nummer. So, also jetzt glaube ich aber 5 Minuten und dann ist es soweit. Ja, das wird jetzt so langsam. Ja, es stehen jetzt 5-6 Grad. Ja. Ich sag mal so, ab 76 Grad geht's trocken. Ja. Was haben wir denn? Ich will bestimmt einen Namen, das ist unangewöhnlich. Andi, schick mir mal deine E-Mail-Adresse bei. Da testen wir. Ach ja, wir hatten ja gerade hier noch irgendwie was. Warte mal. So. Sieht aus wie Gin. Diese blöden Frösche. Also Martino, ich habe mich da mittlerweile schon dran gewöhnt. Ich höre den schon gar nicht mehr. Das geht bei mir ziemlich schnell. Rock, rock, rock. Wenn ihr hier sitzt, ist das alles tutti. Ich stört's nicht. Ja, uns auch hier nicht. Ich muss nach da rücken. Jetzt mal so ein bisschen spiegelverkehrt. Also ihr seht mich richtig rum, ich sehe mich selber nicht richtig rum. Was auch sehr kurios ist. Wenn der Gerrit jetzt noch ein bisschen rumrutscht, dann ist er auch wieder im Bild. Macht er gleich. Und dann sollten wir das eigentlich gleich mal behoben kriegen. Mit dem Essen. Das ist ein ganzes Stück rum. Ah, ja. So, ich brauche noch einen, dann ist also wenn wir Corona haben, dann haben wir uns gegenseitig schon angesteckt. Uns gibt es keinen. Ja. Wenn er Börners mitgebracht. Eben. Was haben wir denn hier? Nicht stören, Franzosen würden jetzt auf die Jagd gehen. Ja, Froschschenkel. Bio-Country-Potatoes von der Weberkugel. Das hört sich auch super an, Sascha. Das hört sich auch gut an.
Nee, gleich mal das Svenja Bescheid sagen, dass es gleich Essen gibt. Ja, mach das. Schreibst du in der WhatsApp? Nö. Alexa, sag mal Svenja Bescheid, dass sie gleich essen. Wir dann doch da hinten drin stehen. Können die nicht miteinander kommunizieren? Ah, sind auch ein drin, ne? Aber ja. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie man von einer Alexa zur nächsten quatscht, aber es geht irgendwie. Ja. Meistens nehmen wir die Alexa nur zur Musik hören. Oder hier für Timer zum Grillen nehme ich die auch gerne. Ein teurer Timer. Ja, wir haben sie eigentlich zur Musik hören, ne? Eigentlich wollte ich mir mal so Sonos kaufen, bis ich mal mir zusammengestellt habe, was das kostet. Dann habe ich dann doch lieber in Grills oder in andere Sachen investiert. Ja, ich habe. Weil es einfach nur Musik ist. Also. Ja, Alexa zu Hause und habe da jetzt zwei schaltbare Steckdosen drüber und da kommt ganz noch ein bisschen was bei. Schon eine schöne Spielerei. Warum Fernseher kann ich darüber steuern? Ja, ich kann bei uns so einen Fernseher an- und ausmachen. Ja, ich kann auch Programme damit schalten. Alter, Leute, was hab ich für viele WhatsApps heute gekriegt? Ja. Mein Gott. Ja, Social Media. Ah. Es tut sich was am Grill. Es fängt an zu zischen im Hintergrund. Ja, ob es auf den letzten Metern kommt, wird die Haube nicht kross. Ja. Hinten kommt man schon sehen, die glänzten schon so, das ist schon ein gutes Zeichen. Als Rap oder so nehme ich immer ganz gerne. Müsst ihr mal, ich weiß nicht, ihr wisst ja, meine Gewürze, die habe ich in der Regel von Stay Spiced. Und was ich richtig geil finde, ist so ein bisschen schärfer. Ich habe jetzt aber ganz normales Brathähne genommen. Das ist so Fajitas-Style. Kennt ihr das? Das ist eigentlich mehr so für. Hast du nicht genommen? Nee, habe ich jetzt nicht genommen. Hm. Hätte ich dafür in den Keller laufen müssen. Wer weiß, wird über den ganzen Tag den Wässerig gemacht mit dem Gewürz und dann nimmt er das nicht. Ja, weil normalerweise habe ich drei verschiedene, die ich dann nutze. Da können die Gäste dann immer selber wählen. Aber ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock mehr in den Keller zu laufen. Deswegen habe ich das genommen, was oben war. Das war das Brathähnel. Tut mir leid, Björn. Ja, ist also, egal. Ja. Was macht eigentlich dein Salz, Björn? Das ist Salz. Super. Also musst du noch ein bisschen sparen, ne? Ja. Weil ich nicht, Claudia. Weil dieses Jahr versiegt wahrscheinlich die Salzquelle ja. Corona-mäßig. Aber ansonsten, scheiße, war Fußball heute? Nee, ne? Nicht getippt, ey, oder was? Ah nee, 22. Wann ist das? Morgen? Morgen. Ah, muss ich morgen noch tippen. Mit meinem Tipprunden bin ich echt weit vor, ne? Jetzt will ich jetzt nicht vergessen mal zu tippen vor der ganzen Grillerei. Also wir haben heute echt extrem gegrillt. Ja. Aber ich muss sagen, ich hatte heute Morgen Kopfschmerzen. Vielleicht auch bedingt durch meinen kleinen Unfall an der Feuerplatte. Ja. Mir ein Hörnchen gezogen da vom Anschraubtisch da. Ja. Den haben wir dann vorhin abgemacht, oder Gerrit hat den abgemacht, weil er dann beim Fazit Sprechen auf Wiese da wieder vorgelaufen ist. Zwar nicht mit dem Kopf, aber mit der Hüfte. Ja. Wir haben heute festgestellt, das Anstecktischchen für die Feuerplatte ist heute nicht sein Freund gewesen. Nee. Hat zurückgeschlagen. Ja. So, Zigarette ist gleich leer und dann gibt's Essen. Interessant finde ich, dass in meiner YouTube-App der Livestream von gestern immer noch mit 0 angezeichnet, obwohl das gar nicht ist. Ja. Aber mit den Livestreams kommt da irgendwie nicht klar anscheinend. Hat denn irgendeiner von euch mal mein Käsekuchen-Video vom Mittwoch gesehen oder ist das völlig untergegangen? Oder beziehungsweise das Rezept von Svenja? Ja, das war wirklich lecker. Also der Beef Buddy, der war mal bei uns zu Besuch hier. Ich hab's noch nicht gesehen. Und der ist da mega abgegangen von. Ne? Und das ist, der hat auch noch das Rezept von uns schon mal vorher gekriegt. Das haben wir jetzt aus dem Primo gemacht. Und das hatte so eine ganz, ganz feine Rauchnote von der Holzkohle. Das war echt richtig geil. Richtig geil. Heute hat mir ein Arbeitskollege, der das gleich gemacht, geschickt. Mega geil. Der hat mir ein Feedback einmal geschickt. Ich werde mir das Video morgen Abend, Nachmittag angucken, wenn ich zu Hause bin. Genau, wer es noch nicht gesehen hat, Svenja hat einen richtig geilen Käsekuchen auf dem Grill gemacht. Aber einen Daumen hatte ich schon. Das ist nett. So, und
jetzt freue ich mich gleich. Ja, ich freue mich schon die ganze Zeit. Aber wollen wir das so machen, dass wir das hier vorne essen? Oder wollen wir das, wolltest du die Gimbal da auf dem Brett? Mach ich. Weil ihr sollt, sollt das ja sehen gleich. Wie machen wir das? Wir können es auch ein Gimbal machen. Ne? Also ich habe es jetzt eher als Fingerfood. Wir können das mit dem Schneid auf. Ich hole mir gleich nochmal eine Gabel oder so zum Aufschneiden. Und oder ich kann euch auch nochmal Gabel mitbringen, dann können wir das... Wollt ihr das sehen? Ja, ne? Ich mal von außen, ne? Warte mal. Ja. Gehe ich von aus. Ja, und dann werden wir nochmal unseren Fazit zu den einzelnen Stücken mal zu vergleichen, ne? Wie die schmecken, ne? Dieser Hähnchen ist nicht Hähnchen, ne? Das ist... Nee. Also wie gesagt, das Schwarzfilet war nicht meins. Ich find's geil. Nee. Gehst du da rein? Ja. Bringst du drei Gabeln mit? Ja, mach ich. Ja. Oh, jetzt im Grill hört man. Das ist die Haut. Die holen wir jetzt mal gleich nach. So Leute, das sieht gut aus. 1-2 Grad fehlen noch und das kommt genau hin, denn die Brust, die wollte ich so auf paar 70 Grad, 72, 74, 75 Grad haben und gerade so die Keulen und Flügel und sowas so an knapp an die 80 und das passt jetzt gerade. Bei der Brust haben wir gerade auf 70, da war die, wie ich so 72 haben und die anderen Sachen, so wie die Drumsticks oder Lollipops, die sind, wir haben eben so bei 78. Wie gesagt, die würde ich ganz gerne so auf 80 haben. Also das passt. Meine Burgersoße war cool. Ja, die war echt, die ist mega, ohne Scheiß. Total einfach. Die Barbecue-Soße kann man übrigens auch selber machen. Die ist relativ essiglastig. Die hat auch eine gewisse Schärfe. Also wie gesagt, die kann man selber machen. Passierte Tomaten, Branntweinessig rein. Jetzt legen sie wieder los. Hinten. Schön mit Jalapenos rein. Also richtige Stücke. Und Zucker. Ne, dann kann man auch vielleicht von dem anderen Zucker ein bisschen weniger nehmen. Das kann man dann gleich mit einer Barbecue-Soße kombinieren. Aber die Burger, also das ist echt geil. Und wie gesagt, die hatten meine Leute hier von 10 Blogger, da hatte ich das am Freitag. Und die fanden das auch alle geil. Und ich habe da schon genug hier Burger mal gemacht und sowas. Oder Sandwiches oder Paninis. Die kamen immer mega an. Also wirklich echt geil. So, wenn Björn jetzt mal kommt. Björn, bringst du Svenja mit? Es gibt jetzt Essen. So. Findet ihr eigentlich, dass man als Griller auch mal mehr häufig so süßere Sachen machen sollte? Oder lieber nur Fleisch? Oder auch, im Moment muss ich sagen, so Soßenvideos. Ist der Micha noch da, der Junkie, ich weiß es nicht, der hat jetzt ja auch gerade was rausgebracht, eine Whisky-Soße. Ich hatte vorher schon eine Metaxa-Soße, das Video ist echt viel geklickt und viel geguckt. Jetzt die Burger-Soße auch, das ist am ersten Tag abgegangen wie fast kaum anderes Video. Da muss ich wirklich sagen, das ist so echt extrem, hat mich gewundert, weil ich muss sagen, dass das Burger-Soße-Video habe ich eigentlich nur gemacht, weil da kommen jetzt noch Videos, wo ich eigentlich drauf verweise, damit die Videos ein bisschen kürzer sind. Da kann ich sagen, ihr könnt euch hier mal das Rezept angucken, wie ich die Soße mache, weil da kommen jetzt halt noch ein paar, zwei, drei Videos, wo ich die damit verwende. Süße Sojasauce, ja. Sehr geil auch. So, die Leute kommen. Jetzt gibt's Essen. Wir sind fertig. So. Jetzt bauen wir mal auf, dass du... Wo wollen wir? Jetzt bauen wir eine Technik auf, genau, dass wir alle mit gucken können. Kann man ja? Doch. So, wickelt zwar eben kurz wieder ein bisschen ruppelig. Muss aber auch irgendwie deinen Gimbal einspannen. Guck. Zack. So, nachmessen brauche ich jetzt nicht mehr. Die 2 Grad. Na.
So, hier nehmen wir. Ja, hier sitzt du jetzt auch wieder da. Wenn man das Brett einfach mal einmal anreicht. Ich stelle euch mal hier so hin. Dann dreckig machen wir. Sehen wir das erste Mal und dann. Die sehen schon richtig gut aus. Die müssen wir nochmal gucken, mit Sehne, ohne Sehne. Ne? Ja. Das testen wir. Wer kommt um die Ecke? Pepe. Und wo ist jetzt das ohne? Was ist das? Ach, ja, stimmt. Wobei ich die Sehne jetzt scheinbar gar nicht so schlecht finde, weil zusammengezogen hat sich das jetzt mit der Sehne ja nicht. Nö. So wirklich. Also ich finde, das ohne Sehne sieht ja ein bisschen geschrumpfter aus. Ja, finde ich auch. Okay, dann ran an den Speck. Ich habe da vorne für Knochen schon mal was hingelegt. So, ja, schnapp ich mir mal. Fangen wir erstmal an, nehmen wir doch erstmal die... Moment, ich muss erstmal hier so. So. So, ne? Pepe lebt noch. Ja, Pepe ist wieder da. Wollen wir mal mit dem Pollofino anfangen? Ja, fangen wir an. Pollofino, Oberschenkel. Das ist so geil. Mein Messer ist mittlerweile nicht mehr ganz so scharf, ey. Das habe ich jetzt das Wochenende schon reichlich genutzt und nicht geschärft. Ja, also, soll ich das noch ein bisschen kleiner schneiden? Guck das mal an hier. Das sieht man bei dem Licht zwar wahrscheinlich nicht mehr so, aber... Ich kann das ja noch mal ein bisschen... Boah, Leute. Ja, das ist... Perfekt. Also, wir sehen es. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das ist auf jeden Fall... So, und Svenja? Nein. Also, wir nehmen schon mal. Ja. So sieht's aus. Ich kann mal kurz... Ja, also Drucktest bestanden. Mmh. Oh. Mmh. Auch für mich. Mmh. Ich laufe hier mit meiner Decke rum. Ja, ich glaub, ich guck euch das mal an. Wer ist denn den da? Ja. Geil, oder? Genau. Mmh. Geil, ne? Das ist wow. Richtig geil. Voll super. Mm. Mach doch ein bisschen runter. Ich bin echt noch pappensatt, ey. Wir bekriegen auch noch was. Ja, wenn ich jetzt weiter runter mache, dann sieht man uns nicht mehr. Mm. So. Geil. Nee, wir haben noch eins. Ich bin, Gerrit, ich bin... Nein, ich meine, er meinte mich. Wirklich satt. So, dann nehmen wir jeder mal einen Lollipop, die liegen hier gerade so im Weg. So sehen jetzt die Lollipops aus. Ne? Ihr wisst noch, was das Lollipop ist. Das ist der untere Teil, der obere Teil vom Flügel, quasi der Oberschenkel. Oberarm. So, Björn. Prost. Prost. Geil, oder? Total saftig. Mm. Okay, Kicker gewöhne ich mich jetzt. Alter. Ey. Mm. Hm? Also hier sind wir jetzt noch falsch gegangen. Wir hätten ja an dem Tier einmal durchgehen können. Ja. Ne? Oh. Oder was? Wir haben jetzt beide Oberschenkel, Oberarme. Also wie auf Pollofino finde ich aber noch eine Nummer geiler. Ja. Ne? Hm. Mega. So, dann bin ich rein. So, dann nehmen wir mal, um das nochmal frisch zu verkosten. Haben wir, das zeige ich euch gleich nochmal im Dichten. Einmal das Innenbrustfilet mit Sehne. Das schneide ich jetzt noch einmal
auf. Das ist für mich. Und das andere mit. Also das ist das Stück mit Sehne? Nee, ja doch mit Sehne. Ja, genau. Ja. Auch sehr saftig. Und die Sehne stört aber auch nicht. Ja. Ja. Aber man merkt voll den Unterschied, das ist schon trockener als Polofino oder sowas. Ne? Ja. Dann nehmen wir mal, das ist jetzt hier ohne Sehne. Ich finde, das ist auch kleiner geworden. Ja, jetzt. Ist auch. Und das hält einfach die Form auch nicht so geil. Ja. Also ich muss sagen, mit Sehne muss man nicht rausnehmen. Ne? Nee. Schmeckt man überhaupt nicht. Also für mich gibt es, mein persönliches Empfinden ist, kann natürlich auch total bescheuert sein, aber das Stück mit Sehne war saftiger wie das jetzt. Fand ich auch. Mhm. Ja. Fand ich auch. Also bin ich da nicht alleine. Nee. So, dann nehmen wir uns hier Schenkel. Drumstick. Ja, sorry. Wenn ich da jetzt reinbeiße, spritze du dir gegen. Das weiß ich jetzt schon. Hab ich recht? Hey Leute. Der läuft aus. Was? Moment. Boah, geil. Was habe ich gesagt? Ja, gut, aber. Es läuft. Ist noch mal ein. Warte mal, ich komme auch mal. Ja. Warte mal. Mhm. Auch mega saftiges Stück, ne? Ah, heiß. Geil. Wobei ich sagen muss, ich habe die Erfahrung gemacht, also wenn man den Bowlen jetzt normal nimmt und gart, ist ja nicht so saftig, wie wenn du den zum Drumstick verarbeitest. Ja. Schreiben die Leute was? Ja, Sascha ist neidisch. CKHD möchte bitte auch was haben. Also unbedingt. Nordic Prime sagt, ja, eventuell ist das auch wirklich nur eine Kopfsache, das mit der Sehne. Ja. Also gesagt, ich kann mich daran erinnern, dass Sören vorhin auch gesagt hat, er zieht die Sehne nicht. Ne, das war aber nee, war bei den Sticks. Ah, okay. Aber ich hab das nie gemacht, weil das schmeckt. Nein, aber wie gesagt, mein, was ich da auch dein Empfinden ist, das Stück von dem Innenbrustfilet war jetzt Thomas mit Sehne. Ganz kurz, tschüss Thomas Radetzky, der kann sich das echt nicht mit angucken, der kriegt Hunger. Also das Stück mit Sehne vom Innenbrustfilet fand ich jetzt saftiger, Gerrit auch. Ja. Warum auch immer das so ist. Weil wahrscheinlich das Fleisch weniger verletzt wird. Ja, wahrscheinlich, genau. Ja. So, und hier greifen wir jetzt mal. Der kommt gar nicht hinterher. Na ja, viel zu heiß, aber ich lege das immer beiseite und esse das schon gleich in Ruhe. Hähnchen? Hähnchen, auch mal. Wir greifen uns jetzt mal ein Stück Hähnchen. Ja. Ja. Chicken Wing. Boah. Ja. Das ist einfach nur genial. Alter. Und mal ohne Scheiß, vom Gargrad. Saftig ist echt ein Scheißdreck dagegen. Aber durch, ne? Also nicht jetzt. Nee. Aber wenn man das sieht. Komplett indirekt und da ist nichts. Sie scharf. Und da ist nichts irgendwie noch rot oder so. Wer hat es mir aus der Hand gerissen? Nee, keiner hat mir was aus der Hand gerissen, aber Nordic Prime sagt gerade, da hat mir die zweimal fixen ganzen Gockel weg. Und das war ein Double Tomahawk. Das ist auch schon wieder 5 Stunden her. Und die Auster, die darf jetzt Svenja noch mal probieren. Ich weiß, wie sie schmeckt. Und dann mache ich das. Oder nach Björn die Auster alleine. Björn. Danke. So, dann nehme ich mir schon mal ein Stück Brust vor. Von der Brust geht Pepe auch was ab. Zack, und wer kommt angelaufen? Ja! Ich hab meinen Namen gehört. Zeig mal, wie er da steht. Ja, hab ich gerade schon.
Ich zeig das gleich, wenn er das Stück kriegt. Aber ich werde jetzt erstmal die Auster probieren, die Brust. Weil das muss ja erstmal kalt werden. Er zieht nicht richtig mehr scharf, das liegt wahrscheinlich am Licht. Also die Auster. Oh, ja. Mein erstes Mal. Bewusst. Er ist ja guter Zart. Mhm. So, Björn. Ich wurde gefragt, wo ihr das Kikok her habt. Direkt vom Kikok. Bei Gütersloh. Mhm. Mhm. Sehr gut. Oder Brust. Wenn man reinsticht schon, ne? Ja, das ist guter Zart. Auch hier die Haut. Saftig, guter Zart. Die Gabel geht da durch wie. Knaller. Ja, jetzt haben wir alle Teilstücke probiert. Was ist denn jetzt so dein Favorit? Das mir bekannte Pollofino. Pollofino, genau. Also, ich kenne es als Hähnchenkotelett. So. Das ist für mich, das ist für dich. Da ist auch nochmal Innenbrustfilet, der Rest. Schneide ich hier für Pepe mal was ab. Der kriegt ein bisschen Brust. Lass ich mal ein bisschen kühl werden hier. Aber hier, Polofino. CK, ich möchte nicht mehr. Ich bin wirklich satt. Also ich liebe das Polofino. Also absolut. Das ist für mich Wahnsinn. Die Haut. Knusprig. Super saftig, ey. Soll ich euch nochmal zeigen, wie man eigentlich ein Hähnchenbrustfilet aufschneidet? Mmh. Heute nicht mehr. Ja, okay. Für mich das beste Stück. Hammer, ne? Ja. Oberschenkel. Mhm. Finde ich auch am geilsten. Ja, so eine Brust, ja, mal ehrlich, so eine Brust hängt da nur rum. Die bewegt sich ja nicht viel. Bisschen den Rub weglecken. Ja, ich muss es müssen wir gleich nochmal zeigen. Also Pepe hat schon mal das erste Stück gekriegt. Fängt das aus dem Flug. Ja. Ist das lecker? Wartet. Einmal umstürmen. Ja, der Gerrit. Oh, da ist er. Live-Fütterung der Raubtiere hier. Des Raubtiers. Ja, was soll man jetzt noch dazu sagen? Wir haben uns jetzt verköstigt. Wir haben uns jetzt noch mal richtig schön Hunger gemacht. So abends um. Wie viel Uhr haben wir? 11. Und ich würde sagen, wir bedanken uns fürs Zugucken. Ne? Ja. Und wünschen euch noch einen schönen Abend. Für die, die nicht arbeiten müssen, einen schönen Brückentag. Für die, die arbeiten müssen, so wie Gerrit morgen und Svenja leider. Macht so, dass es schnell vorbei ist. Und ja. Dann? Ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Wir hatten ein geiles Wochenende. Wir haben insgesamt 3 Videos gedreht, die noch kommen. Guckt von Björn am Montag ein Video. Ja. Ich habe heute 2 gedreht. Da weiß ich noch nicht genau, wann die kommen. Ich habe auch noch relativ viel im Petto. Aber ich denke, wir werden es auch relativ zeitnah machen. Ja, dann habe ich euch versprochen, nochmal so ein Video zu drehen, wie man so ein Hähnchen zerlegt. Das werden wir dann aber so ein Video von 8 bis 10 Minuten mal machen, in Schnelldurchlauf, aber das kann man sich mal angucken. Ja, wenn mir jemand nochmal sagen kann, wo ich eine Ente herkriege, mit einer guten Aufzucht, eine gute Qualität, würde ich das im Herbst gerne auch mal machen. Also, ja, und ansonsten muss ich sagen, freut euch über den Content, der so kommt. Also wir hatten echt ein geniales Wochenende bisher. Ja. Also, hat sich echt gelohnt. Ich kann nur dazu sagen, mein erstes Kikok. Ich glaube, noch ein bisschen. Ja, Gerrit ist noch ein bisschen hinter. Wer Gerrit noch nicht abonniert hat, Grillcoach Gerrit, geht mal rüber, abonniert den mal, weil der macht auch echt geile Sachen. Der macht das ein bisschen professioneller wie ich. Ich mache das so
Und aber. Ja, professionell. Ja, es sieht professioneller aus. Ich mach's vielleicht ein bisschen länger. Ich meine, nicht das Video drehen, gar nicht. Nee, aber das Grillen an sich. Und den Rest. War schön, euch gesehen zu haben oder dass ihr uns zugeschaut habt, so, weil wir haben euch ja nicht gesehen, außer im Chat. Und kommt das nächste Mal wieder vorbei und schaut die Videos, egal, 0231 Barbecue oder Grillcoach Gerrit. Daumen da lassen, Abo da lassen, falls noch nicht passiert, bei beiden. Und dann bis die Tage. Glück auf und gute Nacht wünschen wir euch. Tschüss. Hier, alles noch für dich, was ich jetzt zur Seite gelegt habe. Also du